Wie das Leben. Ein Ort auf Zeit. Und wir freuen uns auf ihn. Wir werden ein Bett haben und ein warmes Zimmer. Wir begegnen Menschen, die wir noch nicht kennen. Und wenn wir etwas brauchen, rufen wir einfach den Zimmerservice. Es ist ein Ort, an dem wir nie ganz allein sind. Denn wir wissen, es ist immer jemand da für uns. Ich mochte es schon immer, Menschen dieses Gefühl zu geben. Mein Name ist Annette Kramer. Ich leite ein Hotel. Ich bin Herr Verboom. Herzlich willkommen im Hotel Heidelberg. Sie müssen die junge Frau Kramer sein. Hatten Sie eine gute Anreise aus Amsterdam? Mit dem Zug, mit dem Auto? Nein, mit dem Zug. Die Augen willen nicht mehr so. Sie bleiben 2 Wochen bei uns, ja? Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie eine Reservierung für die Kulturtage möchten. Sie sagen ausverkauft, aber Sie meinen, Klappern gehört zum Handwerk. Ja, jetzt sehe ich die Ähnlichkeit mit Ihrer Mutter. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Manchmal leider doch. Dort der Regen, Ende Wind, Zalknasten, bleiben Storn. Ich soll wachen, als es lobt. Ich behute vor dem Storn. Sommer 1974, 10 Tage Halbpension. Sonderwünsche, koffeinfreier Kaffee, mittelalter Gouda, dazu die Morgenausgaben von der Volkskrant. Aber Frau Kramer, das ist unglaublich. Das wäre unglaublich, wenn ich keine Kartei hätte, mit der ich mein Gedächtnis auffrischen kann. Alter Trick von Napoleon. Seine Offiziere nannten ihm die Namen kleiner, unbedeutender Soldaten. Und wenn er sie dann mit Namen ansprach, dann kämpften sie für ihn wie die Löwen. Guten Tag. Guten Tag. Erlauben Sie mir zu sagen, dass Sie weder an Schönheit noch an Geist angebüßt haben? Erlaubnis erteilt. Sie schamloser alter holländischer Lügner. Niederländische Lügner? Ja. Mama, bevor du uns noch ein holländisches Liedchen trällerst, möchte sich Herr Verboom vielleicht erst mal von der Reise ausruhen. Ach, da könnte es doch eine gute Idee sein, wenn jemand sein Gepäck nach oben bringen würde. Das wäre sehr freundlich. Ja. Anders nur geht's? Nee, hartstikke bedankt. Andere Name von Blaise. Ein von harte willkommen. Danke wel. Mama, es reicht. Ja, ja, ja. Das behauptet die Menschheit seit 2 Millionen Jahren. Wie oft haben wir darüber geredet? Wer schmeißt hier den Laden? Warum kannst du nicht aufhören, dich hier demonstrativ als Hoteldirektorin aufzuspielen? Das ist einfach. Das hier ist mein Hotel. Ich habe es gekauft, aufgebaut und sicher durch zahllose Stürme geführt. Und gefühlte 108% der Gäste kommen meinetwegen hierher. Ich stehe sogar in Stadtführern. Weil du einen Kronleuchter von der Decke geschossen hast. Das ist eine großartige Lebensleistung. Die Wege zum Ruhm sind eben geheimnisvoll. Was glaubst du, warum stehst du nicht in Stadtführern? Vielleicht, weil irgendjemand dafür sorgen muss, dass dieses Hotel nicht jeden Tag noch tiefer in die roten Zahlen rutscht. Finde ich gut. Also das kann jetzt ja wohl nicht mehr dein Ernst sein. Entropie. Die natürliche Tendenz des Universums, sich auf einen Zustand der Unordnung hinzubewegen. Wir hatten vereinbart, dass du aufräumst. Ja, eine Vereinbarung wäre jetzt das Einverständnis beider Parteien und nicht eine einseitige Anordnung, sorry. Das ist ein Hotel. Das ist ein freier Planet, oder? Aber keine Brutstätte für Krankheitserreger. Was machst denn du da überhaupt? Ich synchronisiere meine Gehirnhälften. Kann keinem von uns schaden, hm? Thank you.
wäre wohl müßig, über Günter Kramers Verdienste für unsere Fakultät zu sprechen. Ohne ihn keine analytische Philosophie. Ohne ihn nicht die legendären Gastprofessuren von Habermas. Ohne ihn nicht die Kramer-Medaille. Doch ein wacher Geist wird niemals ruhen. Und so ist unser lieber Freund auch nach seiner Emeritierung bereit, seine Gedanken mit uns zu teilen. Meine Damen und Herren, Günter Kramer! Professor Kramer, schön, dass Sie mal wieder vorbeischauen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh Gott, warten Sie. Like I said, I've no idea. Da hörst du es, sie weiß es auch nicht. Und was bitte habe ich damit zu tun? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Lies meine Lippen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Warum glaube ich dir nicht? Bin ich ein Hellseher? Nein, du bist die einzige Person, die dafür in Frage kommt. Ich habe mit Stephen Hawking über Quantenphysik debattiert und deswegen wird mir das hier einfach zu blöd, Klein. Wo hast du bloß immer deine Augen? Hallo, Mama. Es ist schon wieder was weggekommen. 2 Kilo Filet, 4 Forellen, 8 Kilo Spargel. Ach, und du glaubst, Mama kart das hier mitten in der Nacht raus? Ich weiß jedenfalls nicht. Du, wir hatten mal einen Schlafwandler bei einem unserer Seminare. Der ist jede Nacht in den Weinkeller runtergestiegen und der wusste null davon. Ich bin aber kein Schlafwandler. Ich leite ein Hotel. Manchmal muss ich mich echt fragen, ob dir das so gut tut. Vielleicht musst du mal Stressmanagement ausprobieren. An was hast du denn da so gedacht? In einer eurer Tantra-Kurse? Ich weiß nicht, ob ich mag, wie du Tantra-Kurse sagst. Mach du doch mal meinen Job. Ach, Annette, wir haben doch oft genug drüber gesprochen. Du wolltest das alles hier, ja? Es kann doch nicht sein, dass ich immer als Sündenbock herhalten muss. Nur weil ich guten Sex habe. Such dir mal einen Therapeuten, ha? Hallo? Hallo? Hallo. Entschuldigung, ich versuche hier gerade ein Chaos zu entwirren. Tun wir das nicht alle irgendwie? Da haben Sie wiederum recht. Kramer, ich habe einen Termin bei Dr. Mothesius. Ich weiß, ich bin Dr. Mothesius. Ingolf Mothesius. Ah, ich dachte, Frau Dr. Mothesius, die Sprechstundenhilfe sagt... Das ist meine Mutter, die ist überraschend verreist, hat mich gebeten, ihre Termine zu übernehmen. Ah, ja, okay, aber... Also einen Therapeuten wechselt man ja nicht einfach so wie einen Klempner. Das stimmt. Aber es ist nicht wirklich ein Wechsel bei einem Ersttermin. Ich dachte nur, dass es vielleicht einfacher wäre, mit einer Frau über das Thema zu sprechen. Oh, da haben Sie natürlich recht. Ja, einerseits würde ich es Ihnen natürlich jetzt überhaupt nicht verdenken, wenn Sie auf der Stelle... Sie schaffen das. Danke. Wieder hier rausgehen. Sehen Sie? Und andererseits? Andererseits könnten Sie mir natürlich auch eine Chance geben. Ja, was spreche ich dagegen? Oh, toll, Entschuldigung. Hallo? Ja? Ja? Sie hat bitte was? Ihnen die Kontovollmacht entzogen. Aber es ist ja immer noch mein Hotel, nicht? Ja, aber Ihre Tochter ist Geschäftsführerin. Und als solche jederzeit berechtigt, Vollmachten zu erteilen oder eben zu löschen. Und dann wäre noch das hier. Ich bin seit über einem halben Jahrhundert Kundin in Ihrem sogenannten Institut. Und als Belohnung bekomme ich ein seelenloses Schreiben, in dem ich aufgefordert werde, meinen Kontostand auszugleichen. Frau Kramer, ich habe Ihnen mindestens ein halbes Dutzend Mal auf Ihre Mailbox gesprochen. Ich werde das überprüfen. Trotzdem benötige ich etwas... etwas Kleingeld. Ich fürchte, da sind mir die Hände gebunden.
gibt da allerdings eine Möglichkeit. Du erziehst mir die Kontovollmacht, nachdem ich dich zur Geschäftsführerin meines Hotels gemacht habe. Mama, Papa liegt im Krankenhaus. Selbst du kannst jetzt nicht über Geld reden wollen. Du heuchelst hier Sorge um deinen armen Vater und akzeptierst gleichzeitig kalt lächelnd, dass deine Mutter bei ihrer Bank wie eine Idiotin dasteht. Meine Mutter hat allein im letzten Monat 4.337 Euro von einem Firmenkonto entnommen, das bereits tief unter Wasser stand. Na und? Mensch, Papa, was machst du denn für Sachen? Gute Frage. Du scheint ja nicht in der Lage zu sein, sie besonders eloquent zu beantworten. Hör nicht auf sie, Papst. Du kennst sie ja. Das ist ihre Art, dir zu sagen, dass sie sich genauso viel Sorgen macht wie wir. Wir dachten erst an Demenz, aber es war wohl nur ein leichter Schlaganfall. Wobei das eine das andere ja nicht ausschließen muss. Mama. Bei Mikroinfarkten kommt es häufig zu Sprachverlust, der in den meisten Fällen nur vorübergehend ist. Seine allgemeine Konstitution ist recht gut, aber in der nächsten Zeit braucht er vor allem Ruhe. Und wir geben ihm einen Ernährungsplan mit. Er hat schon einen und der heißt absolut vitaminfrei. Auf jeden Fall sollte in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, immer jemand bei ihm sein. Mit so etwas ist nicht zu spaßen. Mhm. Wieso sollte das mein Problem sein? Vielleicht, weil es dein Mann ist? Immerhin sind wir seit 30 Jahren getrennt. Aber ihr seht euch doch eh ständig. Herrgott, aus alter Verbundenheit eben. Außerdem ist Mann ein sehr dehnbarer Begriff. Nach eurer Zeugung lief da nicht mehr sehr viel. Oh, Mama, ich möchte einfach nicht, dass du so über Papa redest, okay? Weil das nicht ayurvedisch genug ist. Es war so. Seine Dissertation über Wittgenstein hatte absolute Priorität. Ja. Jetzt hört doch mal auf, es geht hier um Papa. Der Arzt hat klipp und klar gesagt, jemand muss sich kümmern. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Landluft super wäre für ihn. Ja, stimmt. Du, Papa kann super gerne mal übers Wochenende rauskommen. Aber François und ich stecken mitten in der Rapsernte. In der Rapsernte, ach so. Ja. Soll ich mich jetzt entschuldigen, dass ich mein eigenes Leben habe, oder? Glaubst du, ich habe keins? Es geht hier um unseren Vater und du sagst einfach, es geht nicht? Ja, aber Moment, das Hotel ist doch ideal. Ah ja, klar, das wäre ja auch wieder das Einfachste, dass es an mir hängen bleibt. Nettchen macht das schon. Du bist ja nicht alleine. Ich würde schon ab und zu auch mal vorbeikommen. Oder? Ich find's gut. Ja. Aber Sie haben doch wohl nicht etwa eingewilligt. Was meinen Sie denn? Ich schmeiß schon das Hotel, ich kümmere mich um meinen Sohn, ich versuche eine völlig durchgeknallte Frau unter Kontrolle zu halten. Das reicht mir ehrlich gesagt. Sehr gut. Sie beginnen langsam Position zu beziehen. Ich will doch, dass mein Lieblingstherapeut stolz auf mich ist. Also natürlich haben die alles versucht, um mich weich zu klopfen, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich werde doch den Teufel tun und für den Rest meines Lebens für alle anderen ein nützlicher Idiot sein. Gibt es da irgendetwas, das Sie mir sagen sollten? Lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Und suche von den Dingen, die du hast, die besten aus. Und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest. Geht's Ihrem Mann nicht gut? Nur ein Mikroinfarkt. Es geht mich natürlich nichts an, aber das Leben ist manchmal kürzer, als wir denken.
sagte der Mann, der eine Starkstromleitung mit einer Wäscheleine verwechselte. Entschuldigung. Wie blöd kann ich eigentlich sein? Aber das konnten Sie ja nicht wissen. Wann? Vor einem Jahr. An einem Sonntagvormittag. Wir hatten gefrühstückt. Ich war noch rasch tanken gefahren, weil wir einen Ausflug machen wollten. Und ich parkte den Wagen in der Einfahrt. Und als ich auf das Haus zuging, war es... Es war so still. Es war, wie wenn ein Ton, der immer da gewesen war, plötzlich verschwunden war. Ich neige nicht zum Mystischen, aber ich dachte noch, wie überaus merkwürdig, was ist denn das? Sie lag in der Küche, hatte uns noch Brote geschmiert. In den Nacht dann habe ich sie gegessen. Ungeheuer langsam. Weil ich wusste, dass diese Brote einzigartig waren. So. Das hier nennt man gesunde Ernährung. Ich weiß, du hast so etwas. Aber dein ramponiertes Gehirn wird dir ewig dankbar sein, wenn der dicke rote Saft wieder so richtig kräftig durchrauscht. Im Übrigen, die Anzahl der Personen, mit denen ich mich halbwegs vernünftig unterhalten kann, ist nur noch ein kleiner Kreis. Und ich will nicht, dass er noch kleiner wird. Also, happa happa! Meine Herren! Ah, Ermine! Immer eine Freude, Sie zu sehen. Dito! Vassiljevic, was macht das Galgenvogelgeschäft? Es expandiert, Ermine. Dann werden Sie es ja verschmerzen, wenn ich Sie gleich mal um einen erklecklichen Teil Ihrer illegalen Einkünfte erleichtere. Es wird mir eine Ehre sein. Ich kaufe. Whisky? Doppelten. Hey, stehen bleiben! Ich kann umgehen mit dem Ding hier. Ich glaube jetzt nicht. Okay. Mama, wir wissen beide, dass du noch nie einen Baseballschläger in der Hand gehabt hast. Nicht. Das macht doch nicht gleich wieder ein Drama draus. Du kriegst 80 Euro Taschengeld, damit du uns hier alle beklaust? Das glaubst du echt, oder? Wonach sieht das denn sonst hier aus? Einer der heiligen drei Könige. Du kannst wieder sprechen. Ja, und genau deshalb habe ich auch Hunger. Ich sitze seit einer halben Stunde im Frühstücksraum, aber da tut sich nichts. Wie hast du dir das vorgestellt? Ja. Aber jetzt geht's Ihnen besser. Ja. Immerhin ist die Sprache wieder da. So rasch. Ja. Ich habe ja keine Minute geschlafen. Ich habe mir ein Buch genommen und die ganze Nacht versucht, laut zu lesen, immer zu artikulieren, laut. Ich dachte, ich muss das schaffen. Und gegen halb sechs ging es wieder.
Ja. Eine Brücke. Teil eines Pendules sympathique. Mein Frau und ich hatten 40 Jahre lang eine Uhrmacherwerkstatt. Das ist interessant. Ja, wir hatten das im Mitte von der Stadt, das ist ein heel klein Winkeltje in einem Steegje. Nach dem Verkauf hatten wir die Wahl. Wir hätten rund um die Welt reisen können. Oder aber uns etwas leisten, wovon wir unser Leben lang geträumt hatten. Brügge war das große Genie unter den Uhrmachern. Sein Leben lang dachte er über Synchronisation nach. Schließlich konstruierte er diese kleine Standuhr, auf die man vor dem Schlafengehen seine Uhr legt. Das Pendule sympathique. Über Nacht übertragen sich die Schwingungen der Großen auf die Armbanduhr. Die Schwungmasse fließt vom Großen bis zum kleineren Körper. Die Große stellt sozusagen die Kleine richtig. Und dadurch bleibt sie immer im richtigen Takt. Kind, wenn ich es dir doch sage, es fehlt dir nicht viel und er hätte mir diese Uhr geschenkt. Mir, einem Wildfremden. Papa, das ist eine hochinteressante Geschichte. Aber würdest du es jemand anderem erzählen? Annettchen, das Verschenken wertvoller persönlicher Dinge ist ein klassisches Selbstmordsignal, das weiß jeder Trottel. Dann zeig mal diese Uhr. Aber ich sage doch, er hat nur diese kleinen Bewegungen gemacht. Ja? Okay. Er wollte es tun. Er hat es natürlich nicht getan. Ah, okay. Und was soll ich deiner Meinung nach jetzt machen? Soll ich die Polizei rufen, weil jemand seine Uhr verschenken will? Was ist eigentlich los mit dir? Es gab einmal eine Zeit, wo es dich interessiert hätte, wenn einer unserer Gäste sich das Leben nehmen will. Du, es gab einmal eine Zeit, in der ich die Zeit dafür hatte. Jeremy tut so, als wäre ich irgendwie so eine komische Fremde. Flo verzieht sich, Stefan ist sowieso nie da. Und Mama tut alles, um mich wahnsinnig zu machen. Eben hat schon wieder die Bank angerufen. Und deshalb kann ich mich nicht auch noch um die Uhr kümmern. Es gibt einen schönen Reim von Wilhelm Busch. Eins, zwei, drei. Nein. Leider ja. Aber ich habe ihr doch die Vollmacht gesperrt. Für das Firmenkonto, ja. Aber daraufhin hat ihre Mutter eine Hypothek auf das Hotel aufgenommen. Aber das darf sie doch gar nicht. Der Vorstand hat das so abgesegnet. Und sie ist immer noch zeichnungsbefugte Gesellschafterin. Aber auf dem Hotel ist doch schon eine Hypothek. Ja, genau aus diesem Grunde sieht sich unser Institut jetzt auch gezwungen, die Kreditlinie ihres Firmenkontos zu kündigen. Ja, und wovon soll ich dann die laufenden Kosten zahlen? Das wird, ehrlich gesagt, noch das geringste ihrer Probleme sein. Klären Sie mich auf. Die Kündigung der Kredite ist, wie übrigens unserem Vorstand vollkommen klar ist, gleichbedeutend mit der Forderung auf Ausgleich dieser Kredite. Und falls das nicht funktioniert, dann hätte unsere Bank ein Zugriffsrecht auf die Immobilie. Das heißt, die wollen das Hotel? Ich fürchte, so muss man das sagen, ja. Käffchen? Frau Körner, bitte. Hab ich ja ganz vergessen. Mutter, wir müssen reden. Oh, aber, entschuldige, aber du siehst schon, dass ich mich mit einem Gast unterhalte. Nein, nein, bitte Sie. Mein liebes Kind, also um 17.30 Uhr hätte ich vielleicht noch ein kleines Zeitfenster. Na, hoppla, was? Entschuldigung. Ach, Riese, bein zurück. Was ist los? Rate mal, wo ich gerade war. War es das jetzt? Nein, das war es nicht. Ich will wissen, was mit dir los ist. Wobei, eigentlich kann ich dir das ja auch sagen. Andere Leute spielen in deinem Universum eben nicht die geringste Rolle, vor allem ich nicht. Ich bin ja nur der Depp, der hier den Laden schmeißt. Also die Fakten. Ja, ich habe einen geringfügigen Spielverlust erlitten. Ich hab's doch geregelt, so wie ich immer alles geregelt habe. Hallo, wach mal auf, du hast überhaupt nichts geregelt. Die können sich das Hotel nehmen. Ich leite dieses Hotel seit über 38 Jahren. Willst du mir jetzt Nachhilfeunterricht geben? Wer hat dir denn jahrelang jeden Morgen drei Brote mit Schokocreme geschmiert?
Das war keine Schokocreme. Alle anderen Kinder hatten Schokocreme. Ich hatte diese scheiß Bio-Buchweizenpaste. Und du leitest es nicht. Ich bin die Geschäftsführerin. Ja, aber für den Zustand unserer Finanzen, da bin bequemerweise ich denn verantwortlich. Ja, das ist ja deine Logik. Ja, weil du hier so ein Chaos veranstaltest. Ich bin dazu befugt. Ich bin die Inhaberin. Mama, du bist jetzt über 70. Vielleicht geht's einfach nicht mehr. Ja, natürlich. Weil deine Mama ja jetzt langsam Gagagugumulala wird, nicht? So, ich glaube, mein Ikebana-Kursus geht gleich los. Du verlässt dieses Zimmer nicht bevor wir eine Lösung gefunden haben. Wir haben doch schon eine Lösung. Ach ja? Ja, du hältst mir alle paar Monate deine kleine Moralpredigt. Anstatt dich drum zu kümmern, einfach mal glücklich zu werden. Und ich höre mir das alles an und dann geht das Leben weiter. Das hier ist nämlich immer noch mein Hotel. Oh, ich bin ganz ruhig. Aber das meint sie doch nicht so. Oh doch, genau so meint sie das. Ich bin die leicht frustrierte, alleinstehende Zicke, die mit 40 nichts anderes zu tun hat, als ihre Mutter zu bekämpfen und deshalb auch keinen Mann abkriegt. Was hast du denn vor? Erstmal Urlaub und dann mal sehen. Als gute Hotelmanagerin kriegt man immer was. Aber dein Hotel? Ja, du. Frag die Inhaberin. Aber... Ein Hotel zu managen ist so wie sein eigenes Leben zu managen. Man muss sich auf unerwartete Situationen einstellen und immer bereit sein zu improvisieren. Ein gutes Hotel erkennt man daran, dass niemand etwas davon bemerkt. Weg? Die zeitgenössische Definition lautet wohl Last Minute. Wow, ich wusste gar nicht, dass Mama sowas kennt. Sehr gehaltvolle Bemerkung. Danke. Moment mal, das kann sie doch nicht einfach so machen. Das macht sie aber, und zwar genau in diesem Moment. Und warum? Ja, natürlich, ich bin schuld, wer denn wohl auch sonst? Na ja, gut, es hat ein paar kleine Meinungsverschiedenheiten gegeben in Bezug auf finanzielle Fragen. Annette hat deiner Mutter die Kontovollmacht entzogen. Daraufhin hat Hermine eine weitere Hypothek auf das Hotel aufgenommen. Ja, soll ich vielleicht mittellos sein? Mama, das Hotel ist schon bis unter das Dach verschuldet. Richtig. Deshalb hat die Bank auch sämtliche laufenden Kredite gekündigt. Und wenn die Bank auf der Forderung der Rückzahlung besteht, bleibt nur der Verkauf. Brownsche Molekularbewegung plus dunkle Energie. Das ganze Leben ist Veränderung. Wir werden abwarten, ob das immer noch deine Meinung ist, wenn du dein Mittagessen in einer Armenküche zu dir nimmst. Aber die gute Nachricht ist, wir brauchen deine Mutter nicht. Es ist fast ein halbes Jahrhundert ohne sie gegangen und das wird es auch weiterhin. Weil ich mich weigere, eine Rechnung zu zahlen, auf der gleich mehrere Abendessen aufgeführt sind, die ich niemals zu mir genommen habe. Auf der noch nicht mal die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist. Also das ist mir vollkommen unerklärlich, aber ich werde Ihnen gleich... Die Reinigung weigert sich, die Wäsche mitzunehmen, weil sie immer noch auf ihr Geld wartet. Sie müssen das noch lauter sagen, Zimmermädchen aus dem Land der Autodiebe. Damit unser Haus einen wirklich bleibenden Eindruck hinterlässt. Ich komme gerade aus der Küche, da ist schon wieder etwas weggekommen. Ich kümmere mich gleich, wo bin ich das hier? Klammer, wer kann Liliana weg? Aber die sollte doch der Junge besorgen. Das hat er anscheinend nicht getan. Flo, endlich! Sag mal, hast du ihr diese Essen auf Zimmer 10 gebucht? Was? Nein, Mama, Papa, kommt ihr mal bitte. Jetzt! Ich bin gleich zurück, ja? Ich war noch mal bei der Bank. Aber Herr Wiechmann sagt, er kann nichts machen. Entschuldigung, das heißt? Das heißt, wir haben nur noch eine Woche Zeit, um die Kredite abzubezahlen. Kommt Zeit, kommt Rat. Das ist schon immer so gewesen. Annette ist gerade mal 3 Tage weg und hier funktioniert gar nichts mehr. Oh, das ist ja eine äußerst charmante Art, mir zu sagen, dass ich zu alt bin. Sie ist nun mal Herz und Seele von dem ganzen Betrieb hier. Ohne sie geht das unter. Verstehst du das? Nein, das ist zu hoch für mich. Also, wer redet mit ihr? Ich jedenfalls nicht. Ich meine, was habe ich damit zu tun, wenn Frau Ohne mich beschließt, ja alles stehen und liegen zu lassen?
heißt, nachts legt man die kleine Uhr hier drauf. Und dabei übertragen sich die Schwingungen. Und dadurch schlagen sie im gleichen Takt. Sehr poetisch. Und was heißt das jetzt? Dass ich dein Töchterchen auf mich drauflegen sollte? Hermine, du und ich, wir kennen uns jetzt seit über 40 Jahren. Und wir waren oft verschiedener Meinung. Ja, das ist wohl wahr. Aber wenn einer von uns was verbockt hat, dann hat er es immer zugegeben. Oh, Eier Benedikt. Gott hat den Menschen die Sorgen gegeben, aber er gab ihnen auch Eier Benedikt. Falls Sie mich zu Tode erschrecken wollten, kein schlechter Versuch. Frau Kramer, wie ich annehmen darf? Ja. Ja, dürfen Sie. Leibhaftig. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Ich halte Ihr Gewerbe für eine moderne Form von Scharlatanerie. Vergleichbar mit Quacksalbern aus dem Wilden Westen, die für jede Art von Zipperlein den Menschen Krötenblut zu weit überhöhten Preisen angedreht haben. Verstehe. Was darf der Quacksalber für Sie tun? Whisky? Mit Krötenblut? Nee, sauer. Also nur, dass ich das richtig verstehe. Meine Mutter taucht bei meinem Therapeuten auf und der hat nichts Besseres zu tun, als sich von ihr instrumentalisieren zu lassen? Falls Sie das so sehen wollen, dann kann ich Sie nicht daran hindern. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass diese Reise ein Fehler ist. Ja, dann mache ich halt mal einen Fehler. Aber das tut mir ausgesprochen gut, weil ich nämlich seit 20 Jahren versuche, immer alles richtig zu machen. Und was hat's mir gebracht? Ich bin total unglücklich. Ja, sind Sie doch gar nicht. Sagt wer? Ihr Lieblingstherapeut? Natürlich haben Sie Probleme, aber Sie haben auch jede Menge Kraft und anscheinend auch den Wunsch, Ihre Probleme anzugehen. Außerdem sind Sie viel zu intelligent zu glauben, dass Flucht eine Lösung wäre. Das ist keine Flucht, das ist eine lebensrettende Maßnahme. Es widerstrebt mir wirklich sehr, Ihnen das jetzt so deutlich sagen zu müssen, aber Sie können auch den Rest Ihres Lebens Kramer gegen Kramer spielen. Aber am Ende des Tages geht es nur um eine einzige Frage. Sind Sie bereit, Sie selbst zu sein? Es ist das erste Mal seit ewigen Zeiten, dass ich mal was einfach nur für mich mache. Ja, was ich... Sich der Herausforderung zu stellen, ist doch noch viel mehr nur was für Sie selbst. Vielleicht sogar für den Rest unseres... Ihres Lebens. Sie können das. Sie schaffen das. Sie kennen meine Mutter nicht. Ich kenne Sie. Annette, Gott sei Dank. Das war allerhöchste Zeit, dass du... Ja, genau das glaube ich aber auch. Zahlst du mal? Ich? Ja. Und du wirst drittens keinerlei finanzielle Transaktionen mehr durchführen, die auch nur im geringsten das Hotel gefährden könnten. Du wirst viertens deine Zeichnungsberechtigung freiwillig niederlegen und mir fünftens und letztens die alleinige Geschäftsführung übertragen. Haben wir uns verstanden? Entschuldige, aber die Alternative wäre ein Tobsuchtsanfall gewesen. Weil ich dir meine Bedingungen nenne. Das sind doch keine Bedingungen. Das ist eine Kriegserklärung. Außerdem eine Wahnidee. Du glaubst doch wohl nicht allen Ernstes, ich würde mein Hotel vollständig in deine Hände geben. Du oder ich, Mama. Es kann nur eine geben. Ich bin für dich zu Kreuze gekrochen. Ich habe sogar mit einem Irrenarzt geredet. Reicht dir das immer noch nicht? Du denkst, es ist alles ein ganz großer Spaß hier, oder? Aber wo bleibt Papa, wenn das hier untergeht? Und wo bleibst du? Wo willst du denn wohnen und von was? Und was wird aus den Leuten, die hier arbeiten?
Sag mal, hat dir das alles dein Psychoklempner gesagt? Nein, das ist, was ich dir sage. Herrgott! Glaubst du wohl nicht, dass ich das unterschreibe? Oh doch, das wirst du! Nö. Warum muss ich mich eigentlich über eine 70-Jährige aufregen? Oh, das müssen Sie nicht. Sie tun es aber. Weil Sie Teile eines Systems sind und daher haben Sie eh keine Chance. Ach Gott, haben wir einen Termin? Nein, ein Wasserrohrbruch. Also, ich zu Hause, daher brauche ich für die nächsten Tage ein Dach über dem Kopf. Und haben Sie an mich gedacht? Nicht nur da. Ja. Die 8. 8. Kleinen Moment, kommt gleich jemand. Kommen Sie? Wer, ich? Ja. Das ist wirklich unfassbar schön. Ja, fanden meine Eltern auch. 74, da war meine Mutter 30. In den 10 Jahren vorher war sie Hippie, Revolutionärin, Groupie diverser Bands, Raff-Sympathisantin. Naja, wenn sie nicht gerade in ihrer Drogenkommune im Odenwald war. Ah, okay. Und da, Dann fand mein Vater und sie dieses Haus. Es war alt, total runtergekommen, es war praktisch nicht viel mehr als eine Ruine. Aber sie haben gesehen, dass man was ganz Besonderes draus machen konnte. Ich hab's mir im Netz angeguckt. Man nannte es damals das etwas andere Hotel. Ja, das war's auch. Zuerst kamen hauptsächlich Freunde, aber nach und nach hat sich rumgesprochen, dass es wirklich was Besonderes war. Ja, und dann kamen wir. Erst ich und dann Stefan und dann auch Flo. Das da, das war unser Kinderhotel. Unsere Freunde mussten Murmeln zahlen, wenn sie rein wollten. Echtes Hotelkind sozusagen. Ja. Ja, wir fanden alles toll und aufregend. Diese ständig neuen Menschen und diese irre Mischung. Hier haben die Grateful Dead gewohnt und Nobelpreisträger und Leute, die nachts in dem Hotel die Welt verändert haben. Und ich merkten, dass oben an der Treppe drei Kinder Mäuschen spielten. Und mittendrin Mama als ruhender Pol in all dem. Und Papa? Hat Karriere als Akademiker gemacht. Und so wurde es immer mehr ihr Hotel. Es stimmt schon, was sie sagt. Die Gäste kamen wegen ihr. Frühstück gibt's von 6.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Im Restaurant haben wir gerade die Spargelkarte, also wenn Sie die verpassen, haben Sie wirklich was verpasst. Das werde ich nicht. Ja, dann. Was heißt eigentlich Teil eines Systems? Das heißt, wenn Sie sich bewegen, dann hat der Rest des Systems keine andere Wahl, als sich ebenfalls in Bewegung zu setzen. Deshalb kommst du her. Ich dachte, es wegen Papa. Es geht verdammt nochmal um alles. Annette, bei aller Liebe, ich habe gar keine Zeit für so einen Scheiß. Ich stecke mitten in einer Übernahme im achtstelligen Bereich. Und ich stecke zwischen unseren Eltern in dem Haus, in dem du groß geworden bist und um die ich mich im Gegensatz zu dir seit Jahrzehnten kümmere. Stefan, dieses Mal brauche ich dich wirklich. Mist! Oh. Annette, das Hotel ist nicht mehr das, was es mal war. Das ist nicht nur ein Hotel, das ist unser Zuhause. Du wurdest dort geboren. Richtig. Und dabei wäre ich um ein Haar ertrunken, weil unsere Mutter auf eine Wassergeburt bestanden hat, weil dies ja die viel, viel sanftere Methode ist. Ich war der Einzige in meiner Klasse, der in einer Badewanne geboren wurde. Ja, genau. Es sind wahnsinnig viele Fehler passiert und nie hat jemand wirklich darüber geredet. Aber wir hängen alle miteinander zusammen. Das ist alles ein System. Und wenn wir anfangen, uns zu bewegen, dann kann alles gut werden. Gut.
stellst du jetzt schon deine Truppen zusammen. Ah, Mutti, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen und so weiter. Ich habe übrigens mit deiner Schwester gesprochen. Sie findet auch, du seist zurzeit etwas überspannt. Ach ja, das kann sie mir dann heute Abend selber sagen. Punkt 22 Uhr ist Gesellschafterversammlung in der Bibliothek. Müsst du uns da die Einladung nicht schriftlich zugeben? Müsste sie. Aber wir haben leider kein Geld für Briefmarken mehr, weil die Inhaberin es beim Pokern verzockt hat. Frau Kramer. Ja? Könnten Sie wohl mal kommen? Was ist denn? Da ist etwas im Zimmer von Herrn Verborn. Dann hatte Papa doch recht, er will sich das Leben nehmen. Aber nee, in meinem Hotel. Hier hat sich noch nie jemand erschossen. Obwohl es Weißgott Gründe genug gegeben hätte. Ich überhöre diese Andeutung. Ich lasse sie vorbeiziehen wie ein Schiff am Horizont. Und ob das dein Hotel ist, das klären wir gerade. Ach ja? Ja. Wenn du einverstanden bist, dann schauen wir uns erstmal zusammen die Bücher an, damit du heute Abend Bescheid weißt. Wovon wir überhaupt? Herr Muthesius! Frau Kramer? Darf ich vorstellen, Ingolf Muthesius, ein guter Bekannter, und das ist mein Bruder, Stefan. Ja. Ach, das ist ja nett, Sie mal kennenzulernen. Tag. Herr Muthesius ist Hotelgast. Mhm. Ah, und wo leben Sie? In Heidelberg. Wasserrohrbruch, bei ihm zu Hause ist ein Rohr Ja, und da dachte ich, welche ist die schönste Unterkunft am Platze? da fällt mir ein, ich muss ja ab. Weg. Stefan, der ist mein Therapeut. Und mein Leben ist kompliziert genug. Und da kann ich nicht auch noch was mit dem Mann anfangen, der meine sämtlichen Traumata kennt. Wieso nicht? Da spart ihr euch doch eine Menge Zeit. So schlimm? Schlimmer. Es ist eine Katastrophe. Ich brauche dringend einen Termin mit eurem Bankberater. Ich habe schon mit ihm geredet. Sie bestehen auf der Glattstellung der Kredite. Das sagen Sie. Aber was will denn eine Bank? Geld verdienen, aber doch keine Kunden verlieren. Die wissen ganz genau, dass ihre Konkurrenz euch mit Kusshand nehmen wird. Was machen die denn so einen Druck? Zuckerbrot und Peitsche. Gib dem Kunden das Gefühl, dass du am längeren Hebel sitzt und er wird weiter überhöhte Zinsen bezahlen. Ich führe jeden Tag solche Gespräche mit Investoren. Und das hier ist ein Witz. Oh, ist schon wieder Bescherung. Hier ist die Lage. Die Bank hat unsere Kredite gekündigt. Das heißt, dass wir am Monatsende nicht in der Lage sein werden, unsere laufenden Kosten und die Gehälter zu zahlen. Ja, 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 das wissen wir ja alles. Darüber hinaus verlangen Sie die vollständige Glattstellung der Kredite oder die Hinterlegung weiterer Sicherheiten. Falls wir keins von beiden schaffen, gehört unser Hotel ab nächsten Monat der Bank. Und deshalb habe ich für Freitag einen Termin bei unserem Notar vereinbart, wo ich den Antrag stellen werde, Hermine ihre Zeichnungsbefugnis zu entziehen und mich als alleinige Geschäftsführerin einzusetzen. Okay. Also, Annette, ich glaube, wir verstehen alle, dass du sauer bist, aber ich bin mir sicher, dass Mama nichts Böses gewollt hat. Es sei denn, man ist grundsätzlich der Ansicht, dass Mama die böse Hexe ist. Ne? Mama, du hast über 20.000 Euro beim Pokern verloren. Und um die zurückzuzahlen, beleihst du das Hotel. Bei diesen Leuten willst du keine Schulden haben. Ja, und deshalb pokert man auch nicht mit ihnen. Genau das hat aber in der Vergangenheit immer sehr gut geklappt. Ich habe es nur nicht an die große Glocke gehängt. Ich habe dieses Hotel 40 Jahre lang durch alle auftretenden Stürme gesteuert, von denen ihr meistens gar nichts mitgekriegt habt. Da kommen gleich die Tränen. Und deswegen werde ich mich hier auch nicht als Hasardeurin hinstellen lassen. Nein, Mama, du hast das toll gemacht. Wieso hat sie das denn jetzt toll gemacht? Nur weil du immer ihr Liebling warst, oder was? Nein, Stefan, weil sie drei Kinder großgezogen hat, ohne ihre persönlichen Interessen hinten anzustellen. Ach, so wie ich, meinst du? Vielleicht darf ich auch mal was sagen. Nein. Spannungen sind doch in einer Familie was ganz Normales, auch Gesundes. Also ich finde es sehr gut, dass wir uns endlich mal aussprechen. Also,
Ich würde Annettes Vorschlag unterstützen. Du willst, dass ich mein Hotel aus den Händen gebe, in dem unsere Kinder geboren wurden und gezeugt, falls du dich vage daran erinnern solltest? Hermine, die Dinge verändern sich. Vielleicht kannst du es einfach nicht mehr. Entschuldige, das sagt mir ein Schlaganfallpatient. Es stimmt trotzdem. Mutti, es hilft auch nicht, wenn man jeden Abend eine Flasche Wein trinkt. Ach so. Ja, trinken darf Mama jetzt auch nicht mehr. Also Janis Joplin hat noch vor dem Mittagessen eine Flasche Wodka geköpft. Eine Ikone der Musikgeschichte. Ja, und mit 26 war sie tot. Womit ich sie ja jetzt schon um ein halbes Jahrhundert überlebt hätte. Leute, das mag ja alles sein, ja? Aber deswegen können wir Mama nicht einfach so das Hotel wegnehmen. Es gehört uns allen sowieso zu gleichen Teilen. Ich finde auch, Annette hat recht. Ich nicht. Ja, ich meine, ohne Oma gäb's das hier alles gar nicht. Da können wir doch nicht sagen, das war's jetzt, wie in einem alten Gaul. Kindermund tut Wahrheit kund. Was wäre denn deiner Meinung nach die Lösung? Ich weiß nur, deine ist es nicht. Ja, also, ich sehe hier 3 gegen 3, Schätzchen. Das dürfte nicht reichen für eine Palastrevolution. Toll. Vielen Dank für deine Unterstützung. Darf ich annehmen, dass das die Belohnung dafür ist, weil ich deinen kleinen Nebenverdienst entdeckt habe? Glaub doch, was du willst. Danke, das mache ich auch. Was hätte ich denn deiner Meinung nach sagen sollen? Dass meine großartige Mutter recht hat und der Rest der Welt nicht, oder was? Vielleicht hättest du mal dein Gehirn einschalten können. Im Zweifelsfall, weil wir eine Familie sind. Oh ja, Riesensache. Ja, könnte eine sein. Wenn du nicht gerade alles dafür getan hättest, dass es keine ist. Poch, poch, poch. Karma, immer eine Freude. Mir ist durchaus nicht entgangen, dass meine Tochter Ihnen am Herzen liegt. Allerdings gibt es etwas, das Sie wissen sollten. Annette, so reizend sie auch sein kann, ist nicht gemacht für ein Hotel. Und deswegen tun Sie ihr auch keinen Gefallen, wenn Sie sie zu diesem lächerlichen Kleinkrieg gegen mich animieren. Was ist denn daran so schlimm? Wenn nicht mehr Sie die Chefin wären, sondern Ihre Tochter. Keine Angst, das wird nie passieren. Sagen wir rein hypothetisch. Ich sage Ihnen was. Ich bin in einem Alter, wo jederzeit die Möglichkeit des "das war's jetzt" im Raum ist. Und dieses Hotel hier, das ist mein Leben. Und wenn man mich jetzt hier kaltstellen will, erhebt sich ja für mich die Frage, was ich den lieben langen Tag so machen sollte. Mit meinen neuen dementen Freundinnen im Heim Doppelkopf spielen, vielleicht. Tja. Ich kann Ihnen leider nicht sagen, was Sie machen sollen, es ist Ihr Leben, aber niemand auf der ganzen Welt will oder kann Ihnen Ihr Leben nehmen, auch Ihre Tochter nicht. Doch, will sie. Nein, bei allem Respekt, das will sie nicht. Aber sie hat genauso ein Recht auf Ihr Leben, wie Sie auf das Ihrige. Und die Angst, die Sie beschreiben, die haben Sie nicht exklusiv gepachtet. Da draußen laufen unzählige Menschen rum, die ähnlich empfinden wie Sie. Meiner Meinung nach würde es ihr Leben ungeheuer erleichtern, wenn sie nicht dauernd darauf bestehen würden, irgendwie ein Sonderfall zu sein. Klingt ziemlich gut. Die Sache ist nur die, ich bin ein Sonderfall. Ganz am Anfang von meinem merkwürdigen Leben
habe ich offenbar beschlossen, dass ich nicht zu dieser gigantischen Herde von Schafen gehören will, die alle machen, was alle machen. Bevor sie ihren Regenschirm wieder zuklappen. Das sind bestimmt alles ganz reizende Menschen. Geht doch in Ordnung für mich. Nur die gehen in ihre Kirche und ich gehe in meine. Auch wenn Sie das jetzt nicht glauben. Aber ich kenne einige meiner Fehler ganz gut. Aber ich liebe sie. Weil sie nämlich in ihrer Gesamtheit mich ergeben. Vor allem glaube ich einfach nicht daran, dass ich jetzt hier kurz vor Feierabend meine Tage noch einen radikalen Persönlichkeitswandel durchmachen könnte oder sollte. Weil ich nämlich glaube, dass es einfach darum geht, sein eigenes Lied zu singen. Und ich singe dieses Lied einfach leidenschaftlich gerne. Wieso ist denn so ein anderer altes Biest genau? Los jetzt. Naja, tut ganz schön weh manchmal, nicht? Ach, und noch was. Ich klaue nicht. Ach nein? Nein. Dann fliegen die Sachen also nachts von selbst aus der Küche. Warum hast du nicht einfach was gesagt? Ich habe durchaus mitgekriegt, dass wir gerade ein paar Probleme haben. Aber ich dachte, das kann ich dir nie erklären, dass andere Leute noch ganz andere Probleme haben. Und weil du mal gesagt hast, dass Papa immer allen geholfen hat. Vielleicht ist auch einfach nur mein Selbstbild kollidiert. Mit der Vorstellung, dass ich, weiß ich nicht, der Weihnachtsmann sein könnte oder so. Aber du bist der Weihnachtsmann. Wir könnten mal ein paar von denen bei uns im Hotel schlafen lassen. Ja klar, zum Frühstück verkauft Hermine dann ein bisschen Crack. Mama, das ist echt Rassismus. Stimmt. Erzähl mir was von ihm. Irgendwas, was ich noch nicht weiß. Das ist echt Besonderes. Er konnte mit einer Spielkarte einen Hut aus 3 Meter Entfernung tragen. Wow. Ja. Warum gehst du nie auf den Friedhof? Ach, das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Es waren 5 Meter. Ein echt kleiner Hut. Dieser Psychotyp, oder? Mhm. Der Psychotyp. Was macht ihr da gerade? Warum wollen Sie es wissen? Damit Sie bei meiner Mutter punkten können. Ja, genau. Freud. Psychoanalyse. Voll Ihr Ding. Wusstest du, dass Freud geglaubt hat, dass Jung ihn töten will? Echt? Sache.
ist sogar mehrfach in Ohnmacht gefallen, als Jung vom Tod gesprochen hat. Das war so ein Vater-Sohn-Ding. Die Fantasie für einen Vatermord ist im Übrigen eines der zentralen Themen in der Psychoanalyse. Wen will man töten, wenn man nie einen Vater gehabt hat? Im Zweifel die ganze Welt. Wow. Ich weiß. Und er trägt immer diese bescheuerten Rollkragenpullover. Und er stottert. Und er lebt auf einem ganz eigenen Planeten. Irgendwie ist er das Gegenteil von allem, was ich mir so vorstelle. Aber du magst ihn. Merkt man das? Bin ich dein Vater oder bin ich dein Vater? Ich mag ihn total. Ich nehme an, er mag dich auch. Wie soll denn das gehen? Er weiß praktisch alles über mich. Ja, genau deshalb. Übrigens hat kein Mensch mitten im Sommer einen Wasserrohrbruch. Da hilft nur eins, rangehen. So habe ich es mit deiner Mutter auch gemacht. Was? Du hast sie? Ja, alle anderen Männer hatten Angst vor ihr. Sie war berühmt dafür, jeden abblitzen zu lassen. Ja, musste erst dein Vater kommen. Ach, Herr Verbum. Bereit? Bereit, wenn Sie es sehen. Rangehen. Rangehen. Ich weiß, wir haben keinen Termin, aber Sie haben mal gesagt, ich könnte jederzeit, wenn ich... Ja, klar. Kommen Sie doch rein. Also, ich glaube, dass ich Sie mag. Also mag im Sinne von mögen, also mag, ja, mag. Mein Leben fliegt mir einfach immer noch um die Ohren. Es ist alles ein Chaos. Und ich kann mir einfach nicht gerade noch einen Schauplatz leisten. Verstehen Sie das? Weil sonst kracht alles zusammen. Und es wäre gut, wenn Sie jetzt vielleicht auch was dazu sagen könnten. Ja, ich mag Sie auch, aber das wissen Sie ja auch. Und ja, Sie machen diese riesigen Fortschritte, Sie ergreifen Initiative, Sie nehmen den Kampf gegen Ihre Mutter auf, Sie holen Ihren Bruder hierher, Sie stellen sich schützend vor Ihren Sohn und dennoch glauben Sie, dass das kleinste bisschen ausreichen könnte, dass alles wieder einstürzt? Ja, das ist ja auch so. Es ist nur so lange so, wie Sie davon überzeugt sind. Ich könnte Ihnen jetzt so in die Arme fallen. Aber ich glaube nicht, dass das richtig wäre. Sie sind so dermaßen gut darin, für andere da zu sein, dass Sie darüber Ihr komplettes eigenes Glück vergessen haben. Die Frage ist nur, warum? Das können nur Sie beantworten. Warum erzählen Sie mir das denn alles? Weil ich glaube, dass Sie mir irgendetwas verschweigen. Und solange das so ist, sollten Sie meiner professionellen Meinung nach keine neuen Beziehungen eingehen. Ach ja, und wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass Sie sich mal fragen sollten, warum Sie ewig diese bescheuerten Rollkragenpullover tragen. Ein Hotel ist wie das Leben. Um den anderen Gästen aus dem Weg zu gehen, ziehen wir uns manchmal in unser Zimmer zurück. Obwohl wir wissen, dass wir ihnen am nächsten Morgen im Frühstücksraum wieder begegnen werden. Hegel, Schelling, Fichte, später auch Jaspers und Horkheimer. Genau hier haben sie alle gestanden. Ja, deshalb heißt es ein Philosophenweg. Wissen Sie, endlich kann ich solche einfachen Dinge genießen. Fast 50 Jahre lang habe ich mich im Wettbewerb des akademischen Weitpinkelns, verzeihen Sie, abgestrampelt. Und jetzt stehe ich morgens auf und ich frage mich, worauf habe ich heute Lust? Das ist der wahre Luxus. Alles nochmal zu sehen von einer anderen Perspektive aus. Sie machen das ziemlich gut. Wie meinen Sie das? Hat Ihre Frau Sie darum gebeten? Ihre Tochter? Mein Gott, war ich so schlecht? Nein, nein, nein.
Aber wir sind beide in einem Alter, wo man sich nicht mehr vormachen sollte. Walter Jens, wissen Sie, wer das war? Ja. Einer unserer großen Germanisten, ein Sprachkünstler. Irgendwann erkrankte er an Alzheimer und als er spürte, dass er seine Sprachfähigkeit verlor, da hat er vor Wut gebrüllt, gegen die Wände geschlagen. Und Sie haben sich erschrocken? Ja. Da gab es einen Moment, wo ich wusste, wenn es dich erwischt, dann nützt dir dein ganzes Wissen nichts. Ja, ich fürchte, da sind mir die Hände gebunden. Ja, wie ich meine, ich sehe aber gar keine Handschellen. Sie wissen doch selber am besten, wie die Bedingungen zur Kreditvergabe aussehen. Durch die Erhöhung der Hypothek ist die einzige Sicherheit, die unsere Bank jetzt noch hat, der Immobilienwert ihres Hotels. Aber genau der ist doch in den letzten Jahren gigantisch gestiegen. Wir reden hier von der besten Immobilienlage in Heidelberg. Ja, ich fürchte, das könnten die da oben auch denken. Ja, und was heißt das jetzt? Das heißt, Wichmann würde, wenn er könnte. Aber er darf eben nicht, weil er arbeitet zwar für die Bank, aber er ist nicht die Bank. Wer ist denn dann die Bank? Kornfeld. Kornfeld ist Vorstandsvorsitzender und Immobilienexperte. Dann müssen wir mit dem reden. Was denkst du denn, was der dir sagt? Gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Herr Dr. Kornfeld, wie schön, dass es geklappt hat. Wer würde sich ein Rendezvous mit der charmantesten Hoteldirektorin der Stadt geben lassen? Sehen Sie, Frau Kramer, wir sind ja keine Menschen. Wir begreifen, dass wir hier lokale Verpflichtungen haben, auch gewissen Traditionen gegenüber. Und das Hotel Heidelberg ist ein Teil dieser Stadt. Ja, ja, genau so sehen wir das auch, ja. Gleichzeitig bin ich in meiner Funktion als Vorstand eindeutigen Regeln unterworfen. Und wenn ein Kreditnehmer nicht mehr über die nötigen Sicherheiten verfügt, sind leider auch wir die Hände gebunden. Das heißt im Klartext, Sie wollen das Hotel? Nicht das Hotel, lediglich die Immobilie. Was, wenn ich Ihnen ein Konzept vorlege, das die Rentabilität unseres Hauses um 50% steigert? Schauen Sie, ich habe hier mal was ausgearbeitet. Meine Angestellten und auch ich wären zu einem deutlichen Lohnverzicht bereit. Liebe Frau Kramer, ich bewundere, wie Sie hier kämpfen. Aber ich muss Ihnen sagen, die Unwägbarkeit der Hotelbranche können niemals mit der Sicherheit des Immobilienmarktes konkurrieren. Andererseits geht das Leben ja zum Glück immer weiter. Wie ich höre, haben Sie morgen gegen 11 einen Notartermin. Ich werde die Gelegenheit nutzen, die Ansprüche meines Instituts geltend zu machen. Ich sage das jetzt ungern, aber ist Ihre Frau informiert über Ihre Aufenthalte bei uns im Haus in den Jahren 2008 bis 2012? In mehrfach wechselnder weiblicher Begleitung? Leider ja. Die Scheidung war damals ein harter Schlag für mich. Trotzdem, netter Versuch. Ja. Falls du glaubst, mir entgeht, wie du diese Familie systematisch gegen mich aufbringst, kann ich dir eine ausgezeichnete Klinik im Taunus empfehlen. Was machst du überhaupt hier? Er schreibt Briefe. Ich glaube an alle Menschen, die er kennt. Gestern hat er mir schon ganzen Stapel gegeben. Hast du einen aufgemacht? Mama, man öffnet keine Briefe von Gästen. Aber einer war nicht richtig zu. Ich sage es ungern, aber du beginnst zu lernen. Mein Holländisch ist natürlich bei weitem nicht so gut wie deins, aber... Er verabschiedet sich. Das sind Abschiedsbriefe. So ein alter Strohkopf. Papa hat schon versucht. Ich habe schon dreimal mit ihm geredet. Stiesel. Ich habe zwei wirklich gute Freunde gehabt, die sich das Leben genommen haben. Einer hatte unheilbaren Krebs. Eine schwere Depression. Er war so tief unten, dass er sich nicht mehr helfen lassen wollte. Beide hatten also ziemlich gute Gründe, könnte man sagen. Im Gegensatz zu mir, wollen Sie sagen?
Sie sind ein zu feiner Kerl, als dass ich einfach zusehe, wie Sie sich auf eigene Faust davonmachen wollen. Ich glaube nämlich nicht, dass man so etwas tun sollte. Es irrt Sie, mich zu diesem Ausflug eingeladen zu haben, aber darf ich Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen? Ja? Wenn ich richtig verstehe, sind Sie und Ihr Mann schon lange getrennt und Ihr Verhältnis mit Ihrer Tochter scheint angespannt. Und als Ihr Sohn kam, haben Sie ihn kaum begrüßt. Haben Sie denn wirklich jemals einen Menschen so sehr geliebt, dass Sie glauben, in meiner Familie mitreden zu können? Ausüben. Aber es hat ja nicht so richtig geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass du dazu in der Lage bist. Du hast doch gesagt, es ist die einzige Sprache, die so einer versteht. Hä? Und jetzt? Stefan, ich wollte dich das eigentlich nicht fragen. Aber könntest du dir vorstellen, noch eine Sicherheit einzubringen? Ich weiß wirklich nicht, wen ich sonst noch fragen soll, denn für dich ist es ja nicht so viel Geld. Na klar, das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen. Oh. Boah. Vor 15 Jahren entdeckte jemand, dass die Strecke zwischen den Börsen in New York und Chicago exakt 798 Meilen hoch. Trotzdem brauchte eine Mail 7,4 Nanosekunden, obwohl es eigentlich 5 hätten sein sollen. Der Grund war, dass die Kabel kreuz und quer verliefen. Der Mann begriff, dass ihr Zeit Geld war. Mhm. Und schnelle Informationen an den Börsen ein Vermögen wert. Deshalb kaufte dieser Mann heimlich Land, um schnelle Verbindungen anbieten zu können. Und sein Gewinn war ungefähr 400 Millionen Dollar. Das ist ja irre. Ja. Ah. Stefan, das warst du? Leider nein. Ich wollte mit einigen Freunden das Gleiche machen. In China, zwischen Peking und Nanking. Allerdings haben einige Faktoren wohl nicht gestimmt. Und ich sag dir jetzt frei raus, ich habe alles verloren. Und dann warst du plötzlich in Frankfurt auf in meinem Büro. Ich war gerade dabei, die Sache abzuwickeln. Die halbe Finanzwelt lacht über mich. Und du stehst plötzlich da und sagst, komm nach Hause. Ich würde alles für dich tun, das weißt du. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin völlig mittellos. Tja. Willkommen im Club. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Schnaps. Das bedeutet, es bedeutet, dass wir dieses Hotel verlieren werden. Man wird eine gewisse Frist einhalten und dann wird man das Hotel schließen. Und dann wird es vermutlich irgendeinen japanischen Hedgefonds beherbergen, der etwas Repräsentatives braucht. Sie wussten, dass das passieren könnte? Schon. Aber das nützt nicht viel, wenn es dann passiert. Vor ein paar Jahren hätte ich mich noch mit meiner Schrotflinte in den Eingang gestellt und gesagt, wer hier rein will, nur über meine Leiche. Aber jetzt ist es wie wenn die Kraft nicht mehr da wäre. Wie würde sich das anfühlen, wenn Sie gar nicht mehr kämpfen müssten?
Mama, wo bist du denn jetzt noch hin? Was soll zwei relativ denkfähige Menschen veranlassen, gemeinsam mitten in der Nacht spazieren zu gehen? Ich habe ihn keine Sekunde aus den Augen gelassen, die letzten Tage. Ich fürchte, er will es jetzt hinter sich bringen. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Dieser Mann ist unser Gast. Und ich werde dafür sorgen, dass er keinen Mist macht. Und wenn es das Letzte ist, was ich für dieses Hotel tue. Kannst du nicht mehr? Ich hasse die Antwort, nein. Das muss doch ein schöner Moment für dich sein, wenn ich zugebe, es geht nicht mehr. Nein, Mama, das ist kein schöner Moment. Worauf wartest du noch? Auf den Scheißbus? Ach, komm. Los. Alles in allem doch ziemlich anstrengend hier. Und Sie haben schon mindestens 80% hinter sich. Also ist es vielleicht das Klügste, die Sache abzukürzen. Erst Ihr Vater, dann Ihre Mutter, jetzt Sie. Sie sind eine wirklich hartnäckige Familie. Ich habe sie mir nicht ausgesucht. Aber Sie haben wohl recht. Sie sind jung. Sie können noch glauben an das Leben. Das stimmt, ich bin jung, ja. Aber mein Sohn zum Beispiel, der war mal noch viel jünger. Und wenn Sie 7 Jahre alt sind und Ihr Vater stürzt mit dem Flugzeug ab. So richtig gut geflogen. Und man erklärt Ihnen, dass Sie ihn nie mehr wiedersehen. Und alle sind plötzlich ganz furchtbar nett zu Ihnen. Oder schauen weg, wenn Sie in den Raum kommen. Dann haben Sie allen Grund, an nichts mehr zu glauben. Aber Sie haben immer noch die Wahl. Weil Sie sich nämlich fragen können, ob der nicht mehr da ist, das wirklich gewollt hätte. Und wenn Sie das tatsächlich glauben, ja, dann machen Sie, was Sie machen müssen. Ich weiß es jetzt. Es hat einfach so wahnsinnig wehgetan. Ja, natürlich hatte ich das. Sie haben mal gesagt, dass ich vergessen hätte, für mich selbst da zu sein. Und ja, das habe ich auch, das stimmt. Weil ich eben dachte, dass wenn ich das bin, dann kann der andere plötzlich nicht mehr da sein. Und als damals, als die Nachricht kam, dass irgendwas in mir in Deckung gegangen, weil ich einfach nicht wollte, dass sowas noch ein zweites Mal passiert. Ich verstehe. Nein, das verstehen Sie nicht. Das versteht niemand, das sagen nur immer alle. Das hat so wehgetan, dass ich das immer noch fühle. Wollen Sie mir von ihm erzählen? Es
Es gibt über 6 Milliarden Menschen auf der Welt. Und ich habe immer gedacht, wie groß ist denn da die Chance, den Richtigen zu treffen? Und dann traf ich Elliot. Er hat mir ein Haus geschenkt, das nie fertig wurde. Und den tollsten und besondersten Jungen der Welt. Und das Gefühl, dass das Leben gut war. Alles zusammengerechnet, fand ich, war das schon eine ganze Menge. Und seitdem sind Sie der Meinung, Ich habe einfach nie gedacht, dass sowas noch mal passieren könnte. Das kann es auch nicht. Das, was Sie da beschreiben, das klingt nach einem so ungeheuren, vollkommen einzigartigen Glück. Sie haben recht, es ist absolut unwahrscheinlich, sowas zu erleben. Aber das Leben ist unwahrscheinlich. So wie es unwahrscheinlich ist, dass ein ausgebildeter Therapeut mit Mitte 40 wieder zu stottern beginnt, weil er jemandem begegnet ist, den er schon sein ganzes Leben zu kennen glaubt. Und so wie es unwahrscheinlich ist, dass mitten im Hochsommer ein Wasserrohrbruch stattgefunden haben soll. Und war das zwischen ihm und Ihnen schon unwahrscheinlich, so wäre das zwischen uns beiden eben doppelt unwahrscheinlich. Weil ich mich nämlich in Sie verliebt habe. Auch wenn das natürlich gegen alle Regeln der psychoanalytischen Gesellschaft verstößt. Aber nicht gegen meine. Oh Gott, der Notartermin, den habe ich. Oh. Mensch, Papa, wir müssen los. Ja, sicher, ich weiß. Ja, dann. Ich kann meine scheiß Schnürsenkel nicht erkennen. Was? Annette? Warte mal. Wenn du nicht dabei bist, dann können wir das Ganze ja gleich vergessen. Lass euch irgendwas einfallen. Ich komme so schnell ich kann. Dafür sind wir ja immer ganz gut. Kannst du mich da vorne rauslassen, dann gehe ich das letzte Stück. Ja, schon klar. Ja, dann kommst du noch rechtzeitig. Aber du bist jetzt einfach wichtiger. Und jetzt? Das volle Programm. CT, MRT, blutdrucksenkende Mittel, das hätte er sich alles sparen können, wenn er zu den Nachuntersuchungen gekommen wäre. Ja, sagen Sie das bitte ihm. Nicht immer leicht mit Eltern, wie? Ich finde, man muss es nehmen, wie es kommt. Und? Sie untersuchen ihn, wir werden es erfahren. Komm. Warte mal kurz. Ich warte doch mal kurz. Aber wir müssen doch rein. Hoffnungslos. Was? Hat meine Mutter immer zu mir gesagt. Wenn ich was runtergeschmissen oder sonst wie versiebt habe, dann sagte sie zu mir immer, hoffnungslos. Sie hat mir Zeit meines Lebens das Gefühl gegeben, dass ich nicht gut genug war. Und offenbar habe ich dir gegenüber das Gleiche nachgequatscht wie ein altes Tonband. Ich weiß, es kommt jetzt alles etwas spät, vielleicht sogar zu spät. Aber ich wollte, dass du weißt, dass ich dir die alleinige Geschäftsführung übergebe. Weil du nämlich eine großartige Geschäftsführerin bist. Und eine absolut sensationelle Tochter. Und ich wüsste niemanden, in dessen Hände ich mein Hotel lieber legen würde, als in die einer Frau, die sich für einen Gast den Arsch aufreißt oder für ihren dämlichen Herrn Vater. Mama, es wird nur bald kein Hotel mehr geben. Irgendwann wird es uns alle nicht mehr geben. Aber bis es soweit ist, werden wir uns an dieses Gespräch hier erinnern.
Ich glaube, wir trödeln jetzt, ne? Ja. Vor dem beurkundeten Notar, Herrn Dr. Keupert, sind zum einen erschienen Herr Dr. Julius Gornfeld als Vertreter der Heidelberger Regionalbank und zum anderen als Vertreter der Hotel Heidelberg GmbH und Co. KG Frau Hermine Kramer, Frau Annette Kramer, Frau Floriane Kramer und Herr Stefan Kramer. Um es kurz zu machen, wäre der Inhalt dieses Termins die Überschreibung des für die gewährten Kredite als Sicherheit hinterlegten Immobilienwertes an die Kreditgeber gewesen. Simon, das ist der Inhalt dieses Termins. Ich weiß durchaus, was ich sage, Herr Dr. Kornfeld. Vor circa einer Stunde erhielt ich Besuch von Herrn Julius Verboom, wohnhaft in Amsterdam, durch Personalausweis ausgewiesen. Herr Julius Verboom nahm eine Schenkung zugunsten der Familie Kramer vor. Und zwar diese Uhr aus der Uhrmacherwerkstatt Breguet, Herstellungszeitraum circa 1910, Wert laut vorliegenden beglaubigten Gutachten etwa 1,4 Millionen Euro. Nach Rücksprache mit der Familie Kramer stellt diese die Uhr als weitere Sicherheit für die Kredite zur Verfügung. Ja. Womit aufgrund § 22 Absatz 4 der allgemeinen Kreditbedingungen der Heidelberger Regionalbank die Kündigung der gewährten Kredite hinfällig ist. Die Sitzung ist geschlossen. Es wäre wohl müßig, über Günter Kramers Verdienste für unsere Fakultät zu sprechen. Ohne ihn keine analytische Philosophie. Ohne ihn nicht die legendären Gastprofessuren von Adorno und Habermas. Ohne ihn nicht die Kramer-Medaille. Ein wacher Geist wird niemals ruhen. Und so freuen wir uns, heute nunmehr wirklich, einen der ganz großen Denker unserer Stadt und unseres Landes willkommen heißen zu dürfen. Meine Damen und Herren, Günter Kramer! Dank. Es war wie immer vollkommen einzigartig bei ihm. Wir haben zu danken. Das wissen Sie auch. Wissen Sie was? Wir klären das einfach bei meinem nächsten Besuch. Ich soll für eine Weile die Buchhaltung übernehmen. Ich würde also erstmal hierbleiben. Aber ich meine, du hast alles verloren, oder? Das Wirtschaftsleben kennt solche Zyklen. Wer viel verliert, kann auch eine Menge gewinnen. Oh! Sag mal, weiß er eigentlich, dass sie seit Jahren eine feste Freundin hat? Hätten wir so einen genialen und dazu kostenlosen Buchhalter, wenn er es wüsste? Oh ja, das kann ich noch gar nicht. Ich auch nicht. Hi.
Hatte ich schon erwähnt, dass ein Hotel wie das Leben ist? Es gibt eine Check-out-Time, aber es gibt auch den Zimmerservice. Hey, ich habe gar nichts bestellt. Manchmal kriegt man ihn einfach so. Das gibt's doch nicht. Hier, guck dir das mal an. Wir haben eine ganz klare Verabredung. Jetzt spielt die sich schon wieder als Chefin auf. Komm, es gibt wirklich Wichtigeres, oder? Alles Gute. Danke. So geht's weiter im Hotel Heidelberg. Es ist was absolut Fantastisches passiert. Mhm. Wie toll, endlich! Ja. Endlich? Du wirst das auf gar keinen Fall machen. Du kennst doch deine Mutter. Das liegt in ihrer Natur. Aber wieso muss sie mir das jetzt auch noch kaputt machen? Ich glaube, ich fände das sogar viel besser. Und gefällt es dir, Ihnen? Also, wie finden Sie Heidelberg? Ich find's vollkommen scheiße. Ihr müsst mir vertrauen. Frank? Aber natürlich tut er das nicht so schnell. Was passiert in diesem Zimmer? Heute Abend spiele ich. Vielleicht hast du Lust. Wie fandst du's? Vom Himmel gefallen. Hast du ein Date? Ein Date mit der Rockgeschichte. Eine Menge Bier. Okay. Versprochen. Na gut, dann lass uns eben richtig reden. Du hast uns immer beigebracht, dass rationales Handeln wichtig ist. Er hat einfach Angst. Aber nicht nur vor der OP, sondern auch davor, dass er uns und besonders euch bis an sein Lebensende zur Last fallen wird. Und er will reinen Tisch machen. Ja, hallo, ich heiße Ingolf. Hallo, Ingolf. Und ich bin kein Alkoholiker. Ich muss dir das sagen, ich kann das nicht machen mit der Hochzeit. Es muss nur eine Winzigkeit schief gehen und dieses Ich, mein Ich. Dein Vater kann sterben, ja. Aber ich werde bei dir sein, wenn das passiert. Sie sind ein zu feiner Kerl, als dass ich einfach zusehe, wie Sie sich auf eigene Faust davonmachen wollen. Ich glaube nämlich nicht, dass man so etwas tun sollte. Es irrt Sie, mich zu diesem Ausflug eingeladen zu haben, aber darf ich Ihnen eine sehr persönliche Frage stellen? Ja? Wenn ich richtig verstehe, sind Sie und Ihrem Mann schon lange getrennt und Ihr Verhältnis mit Ihrer Tochter scheint angespannt und als Ihr Sohn kam, haben Sie ihn kaum begrüßt. Haben Sie denn wirklich jemals einen Menschen so sehr geliebt, dass Sie glauben, in meiner Familie mitreden zu können? Ausüben. Aber es hat ja nicht so richtig geklappt. Ich hätte nicht gedacht, dass du dazu in der Lage bist. Du hast doch gesagt, es ist die einzige Sprache, die so einer versteht. Hä? Und jetzt? Stefan, ich wollte dich das eigentlich nicht fragen. Aber könntest du dir vorstellen, noch eine Sicherheit einzubringen? Ich weiß wirklich nicht, wen ich sonst noch fragen soll. Denn für dich ist es ja nicht so viel Geld. Na klar, das kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen.
Hey. Oh. Boah. Vor 15 Jahren entdeckte jemand, dass die Strecke zwischen den Börsen in New York und Chicago exakt 798 Meilen hoch. Trotzdem brauchte eine Mail 7,4 Nanosekunden, obwohl es eigentlich 5 hätten sein sollen. Der Grund war, dass die Kabel kreuz und quer verliefen. Der Mann begriff, dass ihr Zeit Geld war. Mhm. Und schnelle Informationen an den Börsen ein Vermögen wert. Deshalb kaufte dieser Mann heimlich Land, um schnelle Verbindungen anbieten zu können. Und sein Gewinn war ungefähr 400 Millionen Dollar. Das ist ja irre. Ja. Stefan, das warst du? Leider nein. Ich wollte mit einigen Freunden das Gleiche machen. In China, zwischen Peking und Nanking. Allerdings haben einige Faktoren wohl nicht gestimmt. Und ich sag dir jetzt frei raus, ich habe alles verloren. Und dann tauchst du plötzlich in Frankfurt auf in meinem Büro. Ich war gerade dabei, die Sache abzuwickeln. Und es wäre gut, wenn Sie jetzt vielleicht auch was dazu sagen könnten. Ja. Ich mag Sie auch. Aber das wissen Sie ja auch. Und ja, Sie machen diese riesigen Fortschritte. Sie ergreifen Initiative. Sie nehmen den Kampf gegen Ihre Mutter auf. Sie holen Ihren Bruder hierher. Sie stellen sich schützend vor Ihren Sohn. Und dennoch glauben Sie, dass das kleinste bisschen ausreichen könnte, dass alles wieder einstürzt? Ja, das ist ja auch so. Es ist nur so lange so, wie Sie davon überzeugt sind. Ich könnte Ihnen jetzt so in die Arme fallen. Aber ich glaube nicht, dass das richtig wäre. Sie sind so dermaßen gut darin, für andere da zu sein, dass Sie darüber Ihr komplettes eigenes Glück vergessen haben. Die Frage ist nur, warum? Das können nur Sie beantworten. Warum erzählen Sie mir das denn alles? Weil ich glaube, dass Sie mir irgendetwas verschweigen. Und solange das so ist, sollten Sie meiner professionellen Meinung nach keine neuen Beziehungen eingehen. Ach ja, und wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass Sie sich mal fragen sollten, warum Sie ewig diese bescheuerten Rollkragenpullover tragen. Ein Hotel ist wie das Leben. Um den anderen Gästen aus dem Weg zu gehen, ziehen wir uns manchmal in unser Zimmer zurück. Obwohl wir wissen, dass wir ihnen am nächsten Morgen im Frühstücksraum wieder begegnen werden. Hegel, Schelling, Fichte, später auch Jaspers und Horkheimer. Genau hier haben sie alle gestanden. Ja, deshalb heißt es ein Philosophenweg. Wissen Sie, endlich kann ich solche einfachen Dinge genießen. Fast 50 Jahre lang habe ich mich im Wettbewerb des akademischen Weitpinkelns, verzeihen Sie, abgestrampelt. Und jetzt stehe ich morgens auf und ich frage mich, worauf habe ich heute Lust? Das ist der wahre Luxus. Alles nochmal zu sehen von einer anderen Perspektive aus. Sie machen das ziemlich gut. Wie meinen Sie das? Hat Ihre Frau Sie darum gebeten? Ihre Tochter? Mein Gott, war ich so schlecht? Nein, nein, nein. Aber wir sind beide in einem Alter, wo man sich nicht mehr vormachen sollte. Walter Jens, wissen Sie, wer das war? Stellst du jetzt schon deine Truppen zusammen? Ah, Mutti, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja, ja, ja. Herzlich willkommen und so weiter. Ich habe übrigens mit deiner Schwester gesprochen. Sie findet auch, du seist zurzeit etwas überspannt. Ach ja, das kann sie mir dann heute Abend selber sagen. Punkt 22 Uhr ist Gesellschafterversammlung in der Bibliothek. Müsst du uns da die Einladung nicht schriftlich zugeben? Müsste sie. Aber wir haben leider kein Geld für Briefmarken mehr, weil die Inhaberin es beim Pokern verzockt hat. Frau Kramer. Ja? Könnten Sie wohl mal kommen? Was ist denn? Da ist etwas im Zimmer von Herrn Verborn.
Papa doch recht, er will sich das Leben nehmen. Aber nee, in meinem Hotel. Hier hat sich noch nie jemand erschossen. Obwohl es was Gründe genug gegeben hätte. Ich überhöre diese Andeutung. Ich lasse sie vorbeiziehen wie ein Schiff am Horizont. Und ob das dein Hotel ist, das klären wir gerade. Ach ja? Ja. Wenn du einverstanden bist, dann schauen wir uns erstmal zusammen die Bücher an, damit du heute Abend Bescheid weißt. Wovon wir überhaupt? Herr Muthesius! Frau Kramer? Darf ich vorstellen, Ingolf Muthesius, ein guter Bekannter, und das ist mein Bruder, Stefan. Ja. Ach, das ist ja nett, Sie mal kennenzulernen. Tag. Tag. Herr Muthesius ist Hotelgast. Mhm. Ah, und wo leben Sie? In Heidelberg. Wasserrohrbruch bei ihm zu Hause ist in Rohr ge... Ja, und da dachte ich, welche ist die schönste Unterkunft am Platze? Ach, da fällt mir ein, ich muss ja ab. Weg. Stefan, der ist mein Therapeut. Und mein Leben ist kompliziert genug. Und da kann ich nicht auch noch was mit dem Mann anfangen, der meine sämtlichen Traumata kennt. Wieso nicht? Da spart ihr euch doch eine Menge Zeit. So schlimm? Schlimmer. Es ist eine Katastrophe. Ich brauche dringend einen Termin mit eurem Bankberater. Ich habe schon mit ihm geredet. Sie bestehen auf der Glattstellung der Kredite. Das sagen Sie. Aber was will denn eine Bank? Geld verdienen, aber doch keine Kunden verlieren. Die wissen ganz genau, dass ihre Konkurrenz euch mit Kusshand nehmen wird. Was machen die denn so einen Druck? Zuckerbrot und Peitsche. Gib dem Kunden das Gefühl, dass du am längeren Hebel sitzt, und er wird weiter überhöhte Zinsen bezahlen. Ich führe jeden Tag solche Gespräche. Ich weiß, es kommt jetzt alles etwas spät, vielleicht sogar zu spät. Aber ich wollte, dass du weißt, dass ich dir die alleinige Geschäftsführung übergebe. Weil du nämlich eine großartige Geschäftsführerin bist. Und eine absolut sensationelle Tochter. Und ich wüsste niemanden, in dessen Hände ich mein Hotel überlegen würde, als in die einer Frau, die sich für einen Gast den Arsch aufreißt. Oder für ihren dämlichen Herrn Vater. Mama, es wird nur bald kein Hotel mehr geben. Irgendwann wird es uns alle nicht mehr geben. Aber bis es soweit ist, werden wir uns an dieses Gespräch hier erinnern. Ich glaube, wir trödeln jetzt, ne? Ja. Vor dem beurkundeten Notar, Herrn Dr. Keupert, sind zum einen erschienen Herr Dr. Julius Gornfeld als Vertreter der Heidelberger Regionalbank und zum anderen als Vertreter der Hotel Heidelberg GmbH und Co. KG Frau Hermine Kramer, Frau Annette Kramer, Frau Floriane Kramer und Herr Stefan Kramer. Um es kurz zu machen, wäre der Inhalt dieses Termins die Überschreibung des für die gewährten Kredite als Sicherheit hinterlegten Immobilienwertes an die Kreditgeber gewesen? Sie meinen, das ist der Inhalt dieses Termins. Ich weiß durchaus, was ich sage, Herr Dr. Kornfeld. Vor circa einer Stunde erhielt ich Besuch von Herrn Julius Verboom, wohnhaft in Amsterdam, durch Personalausweis ausgewiesen. Herr Julius Verboom nahm eine Schenkung zugunsten der Familie Kramer vor. Und zwar diese Uhr aus der Uhrmacherwerkstatt Breguet. Herstellungszeitraum circa 1910, Wert laut vorliegenden beglaubigten Gutachten etwa 1,4 Millionen Euro. Nach Rücksprache mit der Familie Kramer stellt diese die Uhr als weitere Sicherheit für die Kredite zur Verfügung. Ja. Womit aufgrund § 22 Absatz 4 der allgemeinen Kreditbedingungen der Heidelberger Regionalbank die Kündigung der gewährten Kredite hinfällig ist. Die Sitzung ist geschlossen. Thank you.
Denke lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Und suche von den Dingen, die du hast, die besten aus. Und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest. Geht's Ihrem Mann nicht gut? Nur ein Mikroinfarkt. Es geht mich natürlich nichts an, aber das Leben ist manchmal kürzer, als wir denken. Sagte der Mann, der eine Starkstromleitung mit einer Wäscheleine verwechselte. Entschuldigung. Wie blöd kann ich eigentlich sein? Aber das konnten Sie ja nicht wissen. Wann? Vor einem Jahr. An einem Sonntagvormittag. Wir hatten gefrühstückt. Ich war noch rasch tanken gefahren, weil wir einen Ausflug machen wollten. Und ich parkte den Wagen in der Einfahrt. Und als ich auf das Haus zuging, war es... Es war so still. Es war, wie wenn ein Ton, der immer da gewesen war, plötzlich verschwunden war. Ich neige nicht zum Mystischen, aber ich dachte noch, wie überaus merkwürdig, was ist denn das? Sie lag in der Küche, hatte uns noch Brote geschmiert. In der Nacht dann habe ich sie gegessen. Ungeheuer langsam, weil ich wusste, dass diese Brote einzigartig waren. So, das hier nennt man gesunde Ernährung. Ich weiß, du hast so etwas. Aber dein ramponiertes Gehirn wird dir ewig dankbar sein, wenn der dicke rote Saft wieder so richtig kräftig durchrauscht. Im Übrigen, die Anzahl der Personen, mit denen ich mich halbwegs vernünftig unterhalten kann, ist nur noch ein kleiner Kreis. Und ich will nicht, dass er noch kleiner wird. Also. Pinkelns, verzeihen Sie, abgestrampelt. Und jetzt stehe ich morgens auf und ich frage mich, worauf habe ich heute Lust? Das ist der wahre Luxus. Alles noch mal zu sehen von einer anderen Perspektive aus. Sie machen das ziemlich gut. Wie meinen Sie das? Hat Ihre Frau Sie darum gebeten? Ihre Tochter? Mein Gott, war ich so schlecht? Nein, nein, nein. Aber wir sind beide in einem Alter, wo man sich nicht mehr vormachen sollte. Walter Jens, wissen Sie, wer das war? Ja. Einer unserer großen Germanisten, ein Sprachkünstler. Irgendwann erkrankte er an Alzheimer und als er spürte, dass er seine Sprachfähigkeit verlor, da hat er vor Wut gebrüllt, gegen die Wände geschlagen. Und Sie haben sich erschrocken? Ja. Da gab es einen Moment, wo ich wusste, wenn es dich erwischt, dann nützt dir dein ganzes Wissen nichts. Ja, ich fürchte, da sind mir die Hände gebunden. Ja, wie ich meine, ich sehe aber gar keine Handschellen. Sie wissen doch selber am besten, wie die Bedingungen zur Kreditvergabe aussehen. Durch die Erhöhung der Hypothek ist die einzige Sicherheit, die unsere Bank jetzt noch hat, der Immobilienwert ihres Hotels. Aber genau der ist doch in den letzten Jahren gigantisch gestiegen. Wir reden hier von der besten Immobilienlage in Heidelberg. Ja, ich fürchte, das könnten die da oben auch denken. Ja, und was heißt das jetzt? Das heißt, Wichmann würde, wenn er könnte. Aber er darf eben nicht, weil er arbeitet zwar für die Bank, aber er ist nicht die Bank. Wer ist denn dann die Bank?
Kornfeld. Kornfeld ist Vorstandsvorsitzender und Immobilienexperte. Dann müssen wir mit dem reden. Was denkst du denn, was der dir sagt? Gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Herr Dr. Kornfeld, wie schön, dass es geklappt hat. Wer würde sich ein Rendezvous mit der charmantesten Hoteldirektorin der Stadt geben lassen? Sehen Sie, Frau Kramer, wir sind ja keine Menschen. Wir begreifen, dass wir hier lokale Verpflichtungen haben, auch gewissen Traditionen gegenüber. Und das Hotel Heidelberg ist ein Teil dieser Stadt. Ja, ja, genau so sehen wir das auch, ja. Gleichzeitig bin ich in meiner Funktion als Vorstand eindeutigen Regeln unterworfen. Und wenn ein Kreditnehmer nicht mehr über die nötigen Sicherheiten verfügt, sind leider auch wir die Hände gebunden. Das heißt im Klartext, Sie wollen das Hotel? Nicht das Hotel, lediglich die Immobilie. Rangehen. Rangehen. Ich weiß, wir haben keinen Termin, aber Sie haben mal gesagt, ich könnte jederzeit, wenn ich... Ja, klar. Kommen Sie doch rein. Also, ich glaube, dass ich Sie mag. Also mag im Sinne von mögen, also mag, ja, mag. Mein Leben fliegt mir einfach immer noch um die Ohren. Es ist alles ein Chaos. Und ich kann mir einfach nicht gerade noch einen Schauplatz leisten. Verstehen Sie das? Weil sonst kracht alles zusammen. Und es wäre gut, wenn Sie jetzt vielleicht auch was dazu sagen könnten. Ja. Ich mag Sie auch. Aber das wissen Sie ja auch. Und ja, Sie machen diese riesigen Fortschritte. Sie ergreifen Initiative. Sie nehmen den Kampf gegen Ihre Mutter auf. Sie holen Ihren Bruder hierher. Sie stellen sich schützend vor Ihren Sohn. Und dennoch glauben Sie, dass das kleinste bisschen ausreichen könnte, dass alles wieder einstürzt? Ja, das ist ja auch so. Es ist nur so lange so, wie Sie davon überzeugt sind. Ich könnte Ihnen jetzt so in die Arme fallen. Aber ich glaube nicht, dass das richtig wäre. Sie sind so dermaßen gut darin, für andere da zu sein, dass Sie darüber Ihr komplettes eigenes Glück vergessen haben. Die Frage ist nur, warum? Das können nur Sie beantworten. Warum erzählen Sie mir das denn alles? Weil ich glaube, dass Sie mir irgendetwas verschweigen. Und solange das so ist, sollten Sie meiner professionellen Meinung nach keine neuen Beziehungen eingehen. Ach ja, und wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass Sie sich mal fragen sollten, warum Sie ewig diese bescheuerten Rollkragenpullover tragen. Ein Hotel ist wie das Leben. Um den anderen Gästen aus dem Weg zu gehen, ziehen wir uns manchmal in unser Zimmer zurück. Obwohl wir wissen, dass wir ihnen am nächsten Morgen im Frühstücksraum wieder begegnen werden. Hegel, Schelling, Fichte, später auch Jaspers und Horkheimer. Genau hier haben sie alle gestanden. Ja, deshalb heißt es ein Philosophenweg. Wissen Sie, endlich kann ich solche einfachen Dinge genießen. Fast 50 Jahre lang habe ich mich im Wettbewerb des akademischen Weitpinkelns, verzeihen Sie, abgestrampelt. Und jetzt stehe ich morgens auf und ich frage mich... Einer der heiligen drei Könige. Du kannst wieder sprechen. Ja, und genau deshalb habe ich auch Hunger. Ich sitze seit einer halben Stunde im Frühstücksraum, aber da tut sich nichts. Wie hast du dir das vorgestellt? Ja. Aber jetzt geht's Ihnen besser. Ja. Immerhin ist die Sprache wieder da. So rasch. Ja. Ich habe ja keine Minute geschlafen. Ich habe mir ein Buch genommen und die ganze Nacht versucht, laut,
laut zu lesen, immer zu artikulieren, laut. Ich dachte, ich muss das schaffen. Und gegen 5:30 ging es wieder. Ah. Ja. Eine Brücke. Teil eines Pendules sympathique. Mein Frau und ich hatten 40 Jahre lang eine Uhrmacherwerkstatt. Das ist interessant. Ja, wir hatten das im Mitte von der Stadt, also ein heel klein Winkeltje in einem Steegje. Nach dem Verkauf hatten wir die Wahl. Wir hätten rund um die Welt reisen können. Oder aber uns etwas leisten, wovon wir unser Leben lang geträumt hatten. Breguet war das große Genie unter den Uhrmachern. Sein Leben lang dachte er über Synchronisation nach. Schließlich konstruierte er diese kleine Standuhr, auf die man vor dem Schlafengehen seine Uhr legt. Das Pendul sympathique. Über Nacht übertragen sich die Schwingungen der Großen auf die Armbanduhr. Die Schwungmasse fließt vom Großen bis zum kleineren Körper. Die Große stellt sozusagen die Kleine richtig. Und dadurch bleibt sie immer im richtigen Takt. Kind, wenn ich es dir doch sage, es fehlte nicht viel und er hätte mir diese Uhr geschenkt. Mir, einem Wildfremden. Aber das ist eine hochinteressante Geschichte. Aber würdest du es jemand anderem erzählen? Annettchen, das Verschenken wertvoller persönlicher Dinge ist ein... Aber du bist der Weihnachtsmann. Ist das Ihr Auto? Das ist Ihr Name. Jolina, this is beautiful. How are you? Seven years, and it's cool girl. Yeah. Meinst du, wir könnten mal ein paar von denen bei uns im Hotel schlafen lassen? Ja klar, zum Frühstück verkauft Hermine dann ein bisschen Crack. Mama, das ist echt Rassismus. Stimmt. Erzähl mir was von ihnen. Und was ich noch nicht weiß, das ist echt Besonderes. Er konnte mit einer Spielkarte einen Hut aus 3 Meter Entfernung tragen. Wow. Ja. Warum gehst du nie auf den Friedhof? Ach, das stimmt gar nicht, was ich gesagt habe. Es waren 5 Meter. Ein echt kleiner Hut. Dieser Psychotyp, oder? Mhm. Der Psychotyp. Was macht ihr da gerade? Warum wollen Sie es wissen? Damit Sie bei meiner Mutter punkten können. Ja, genau. Freud. Psychoanalyse. Voll Ihr Ding. Wusstest du, dass Freud geglaubt hat, dass Jung ihn töten will? Echt? Tatsache. Er ist sogar mehrfach in Ohnmacht gefallen, als Jung vom Tod gesprochen hat. Das war so ein Vater-Sohn-Ding. Die Fantasie für einen Vatermord ist im Übrigen eines der zentralen Themen in der Psychoanalyse. Wen will man töten, wenn man nie einen Vater gehabt hat? Im Zweifel die ganze Welt. Wow. Ich weiß. Und er trägt immer diese bescheuerten Rollkragenpullover. Und er stottert. Und er lebt auf seinem ganz eigenen Planeten. Wert. Deshalb kaufte dieser Mann heimlich Land, um schnelle Verbindungen anbieten zu können.
Und sein Gewinn war ungefähr 400 Millionen Dollar. Das ist ja irre. Ja. Ah. Stefan, das warst du? Leider nein. Ich wollte mit einigen Freunden das Gleiche machen. In China, zwischen Peking und Nanking. Allerdings haben einige Faktoren wohl nicht gestimmt. Und ich sag dir jetzt frei raus, ich habe alles verloren. Und dann tauchst du plötzlich in Frankfurt auf in meinem Büro. Ich war gerade dabei, die Sache abzuwickeln. Die halbe Finanzwelt lacht über mich. Und du stehst plötzlich da und sagst, komm nach Hause. Ich würde alles für dich tun, das weißt du. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich bin völlig mittellos. Tja. Willkommen im Club. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen Schnaps. Das bedeutet, es bedeutet, dass wir dieses Hotel verlieren werden. Man wird eine gewisse Frist einhalten und dann wird man das Hotel schließen. Und dann wird es vermutlich irgendeinen japanischen Hedgefonds beherbergen, der etwas Repräsentatives braucht. Sie wussten, dass das passieren könnte. Schon. Aber das nützt nicht viel, wenn es dann passiert. Vor ein paar Jahren hätte ich mich noch mit meiner Schrotflinte in den Eingang gestellt und gesagt, wer hier rein will, nur über meine Leiche. Aber jetzt ist es wie wenn die Kraft nicht mehr da wäre. Wie würde sich das anfühlen, wenn Sie gar nicht mehr kämpfen müssten? Hegel, Schelling, Fichte, später auch Jaspers und Horkheimer. Genau hier haben sie alle gestanden. Ja, deshalb heißt es ein Philosophenweg. Wissen Sie, endlich kann ich solche einfachen Dinge genießen. Fast 50 Jahre lang habe ich mich im Wettbewerb des akademischen Weitpinkelns, verzeihen Sie, abgestrampelt. Und jetzt stehe ich morgens auf und ich frage mich, worauf habe ich heute Lust? Das ist der wahre Luxus. Alles nochmal zu sehen von einer anderen Perspektive aus. Sie machen das ziemlich gut. Wie meinen Sie das? Hat Ihre Frau Sie darum gebeten? Ihre Tochter? Mein Gott, war ich so schlecht? Nein, nein, nein. Aber wir sind beide in einem Alter, wo man sich nicht mehr vormachen sollte. Walter Jens, wissen Sie, wer das war? Ja. Einer unserer großen Germanisten, ein Sprachkünstler. Irgendwann erkrankte er an Alzheimer und als er spürte, dass er seine Sprachfähigkeit verlor, da hat er vor Wut gebrüllt, gegen die Wände geschlagen. Und Sie haben sich erschrocken? Ja. Da gab es einen Moment, wo ich wusste, wenn es dich erwischt, dann nützt dir dein ganzes Wissen nichts. Ja, ich fürchte, da sind mir die Hände gebunden. Ja, wie ich meine, ich sehe aber gar keine Handschellen. Sie wissen doch selber am besten, wie die Bedingungen zur Kreditvergabe aussehen.
Durch die Erhöhung der Hypothek ist die einzige Sicherheit, die unsere Bank jetzt noch hat, der Immobilienwert ihres Hotels. Aber genau der ist doch in den letzten Jahren gigantisch gestiegen. Wir reden hier von der besten Immobilienlage in Heidelberg. Ja, ich fürchte, das könnten die da oben auch denken. Ja, und was heißt das jetzt? Das heißt, Wichmann würde, wenn er könnte. Aber er darf eben nicht. Weil er arbeitet zwar für die Bank, aber er ist nicht die Bank. Wer ist denn dann die Bank? Kornfeld. Kornfeld ist Vorstandsvorsitzender und Immobilienexperte. Dann müssen wir mit dem reden. Was denkst du denn, was der dir sagt? Gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Herr Dr. Kornfeld, wie schön, dass es geklappt hat. Wer würde sich ein Rendezvous mit der charmantesten Hoteldirektorin der Stadt geben lassen? Sehen Sie, Frau Kramer, wir sind ja keine Menschen. Mama, es reicht. Ja, ja, ja. Das behauptet die Menschheit seit 2 Millionen Jahren. Wie oft haben wir darüber geredet? Wer schmeißt hier den Laden? Warum kannst du nicht aufhören, dich hier demonstrativ als Hoteldirektorin aufzuspielen? Das ist einfach. Das hier ist mein Hotel. Ich habe es gekauft, aufgebaut und sicher durch zahllose Stürme geführt. Und gefühlte 108% der Gäste kommen meinetwegen hierher. Ich stehe sogar in Stadtführern. Weil du einen Kronleuchter von der Decke geschossen hast. Das ist eine großartige Lebensleistung. Die Wege zum Ruhm sind eben geheimnisvoll. Was glaubst du, warum stehst du nicht in Stadtführern? Vielleicht, weil irgendjemand dafür sorgen muss, dass dieses Hotel nicht jeden Tag noch tiefer in die roten Zahlen rutscht. Finde ich gut. Also das kann jetzt ja wohl nicht mehr dein Ernst sein. Entropie. Die natürliche Tendenz des Universums, sich auf einen Zustand der Unordnung hinzubewegen. Wir hatten vereinbart, dass du aufräumst. Ja, eine Vereinbarung wäre jetzt das Einverständnis beider Parteien und nicht eine einseitige Anordnung, sorry. Das ist ein Hotel. Ist ein freier Planet, oder? Aber keine Brutstätte für Krankheitserreger. Was machst du da überhaupt? Ich synchronisiere meine Gehirnhälften. Kann keinem von uns schaden, hm? Es wäre wohl müßig, über Günter Kramers Verdienste für unsere Fakultät zu sprechen. Ohne ihn keine analytische Philosophie. Ohne ihn nicht die legendären Gastprofessuren von Habermas. Ohne ihn nicht die Kramer-Medaille. Doch ein wacher Geist wird niemals ruhen. Und so ist unser lieber Freund auch nach seiner Emeritierung bereit, seine Gedanken mit uns zu teilen. Meine Damen und Herren, Günter Kramer! Professor Kramer, schön, dass Sie mal wieder vorbeischauen. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh Gott, warten Sie. Like I said, I have no idea. Da hörst du es, sie weiß es auch nicht. Und was bitte habe ich damit zu tun? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Weil ich eben dachte, dass wenn ich das bin, dann kann der andere plötzlich nicht mehr da sein. Und als damals, als die Nachricht kam, da ist irgendwas in mir in Deckung gegangen, weil ich einfach nicht wollte, dass sowas noch ein zweites Mal passiert. Ich verstehe. Nein, das verstehen Sie nicht. Das versteht niemand, das sagen nur immer alle. Das hat so wehgetan, dass ich das immer noch fühle. Wollen Sie mir von ihm erzählen? Es gibt über 6 Milliarden Menschen auf der Welt. Und ich habe immer gedacht, wie groß ist denn da die Chance, den Richtigen zu treffen? Und dann traf ich Elliot. Er hat mir ein Haus geschenkt, das nie fertig wurde. Und den tollsten und besondersten Jungen der Welt.
und das Gefühl, dass das Leben gut war. Alles zusammengerechnet fand ich, war das schon eine ganze Menge. Und seitdem sind Sie der Meinung, Ich habe einfach nie gedacht, dass sowas noch mal passieren könnte. Das kann es auch nicht. Das, was Sie da beschreiben, das klingt nach einem so ungeheuren, vollkommen einzigartigen Glück. Sie haben recht, es ist absolut unwahrscheinlich, sowas zu erleben. Aber das Leben ist unwahrscheinlich. So wie es unwahrscheinlich ist, dass ein ausgebildeter Therapeut mit Mitte 40 wieder zu stottern beginnt, weil er jemandem begegnet ist, den er schon sein ganzes Leben zu kennen glaubt. Und so wie es unwahrscheinlich ist, dass mitten im Hochsommer ein Wasserrohrbruch stattgefunden haben soll. Und war das zwischen ihm und Ihnen schon unwahrscheinlich, so wäre das zwischen uns beiden eben doppelt unwahrscheinlich. Weil ich mich nämlich in Sie verliebt habe. Auch wenn das natürlich gegen alle Regeln der psychoanalytischen Gesellschaft verstößt. Aber nicht gegen meine. Oh Gott, der Notartermin, den habe ich auch. Es gibt da allerdings eine Möglichkeit. Du erziehst mir die Kontovollmacht? Nachdem ich dich zur Geschäftsführerin meines Hotels gemacht habe. Mama, Papa liegt im Krankenhaus. Selbst du kannst jetzt nicht über Geld reden wollen. Du heuchelst hier Sorge um deinen armen Vater und akzeptierst gleichzeitig kalt lächelnd, dass deine Mutter bei ihrer Bank wie eine Idiotin dasteht. Meine Mutter hat allein im letzten Monat 4.337 Euro von einem Firmenkonto entnommen, das bereits tief unter Wasser stand. Na und? Mensch, Papa, was machst du denn für Sachen? Gute Frage. Du scheinst ja nicht in der Lage zu sein, sie besonders eloquent zu beantworten. Hör nicht auf sie, Papst. Du kennst sie ja. Das ist ihre Art, dir zu sagen, dass sie sich genauso viel Sorgen macht wie wir. Wir dachten erst an Demenz, aber es war wohl nur ein leichter Schlaganfall. Wobei das eine das andere ja nicht ausschließen muss. Mama. Bei Mikroinfarkten kommt es häufig zu Sprachverlust, der in den meisten Fällen nur vorübergehend ist. Seine allgemeine Konstitution ist recht gut, aber in der nächsten Zeit braucht er vor allem Ruhe. Und wir geben ihm einen Ernährungsplan mit. Er hat schon einen und der heißt absolut vitaminfrei. Auf jeden Fall sollte in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, immer jemand bei ihm sein. Mit so etwas ist nicht zu spaßen. Mhm. Wieso sollte das mein Problem sein? Vielleicht, weil es dein Mann ist? Immerhin sind wir seit 30 Jahren getrennt. Aber ihr seht euch doch eh ständig. Ja Gott, aus alter Verbundenheit eben. Außerdem ist Mann ein sehr dehnbarer Begriff. Nach eurer Zeugung lief da nicht mehr sehr viel. Oh, Mama, ich möchte einfach nicht, dass du so über Papa redest, okay? Weil das nicht ayurvedisch genug ist. Es war so. Seine Dissertation über Wittgenstein hatte absolute Priorität. Ja. Jetzt hört doch mal auf, es geht hier um Papa. Der Arzt hat klipp und klar gesagt, jemand muss sich kümmern. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Landluft super wäre für ihn. Naja, stimmt. Du, Papa kann super gern mal übers Wochenende rauskommen. Aber François und ich stecken mitten in der Rapsernte. In der Rapsernte, ach so. Ja. Soll ich mich jetzt entschuldigen, dass ich mein eigenes Leben habe, oder? Glaubst du, ich habe keins? Es geht hier um unseren Vater und du sagst einfach, es geht nicht? Ja, aber Moment, das Hotel ist doch ideal. Ah ja, klar, das wäre ja auch wieder das Einfachste, dass es an mir hängen bleibt. Nettchen macht das schon. Du bist ja nicht alleine. Ich würde schon ab und zu auch mal vorbeikommen. Oder? Ich find's gut. Ja. Aber Sie haben doch wohl nicht etwa eingewilligt. Was meinen Sie denn? Ja,
Ich mag Sie auch. Aber das wissen Sie ja auch. Und ja, Sie machen diese riesigen Fortschritte. Sie ergreifen Initiative. Sie nehmen den Kampf gegen Ihre Mutter auf. Sie holen Ihren Bruder hierher. Sie stellen sich schützend vor Ihren Sohn. Und dennoch glauben Sie, dass das kleinste bisschen ausreichen könnte, dass alles wieder einstürzt? Ja, das ist ja auch so. Es ist nur so lange so, wie Sie davon überzeugt sind. Ich könnte Ihnen jetzt so in die Arme fallen. Aber ich glaube nicht, dass das richtig wäre. Sie sind so dermaßen gut darin, für andere da zu sein, dass Sie darüber Ihr komplettes eigenes Glück vergessen haben. Die Frage ist nur, warum? Das können nur Sie beantworten. Warum erzählen Sie mir das denn alles? Weil ich glaube, dass Sie mir irgendetwas verschweigen. Und solange das so ist, sollten Sie meiner professionellen Meinung nach keine neuen Beziehungen eingehen. Ach ja, und wissen Sie, was ich glaube? Ich glaube, dass Sie sich mal fragen sollten, warum Sie ewig diese bescheuerten Rollkragenpullover tragen. Ein Hotel ist wie das Leben. Um den anderen Gästen aus dem Weg zu gehen, ziehen wir uns manchmal in unser Zimmer zurück. Obwohl wir wissen, dass wir ihnen am nächsten Morgen im Frühstücksraum wieder begegnen werden. Hegel, Schelling, Fichte, später auch Jaspers und Horkheimer. Genau hier haben sie alle gestanden. Ja, deshalb heißt es ein Philosophenweg. Wissen Sie, endlich kann ich solche einfachen Dinge genießen. Fast 50 Jahre lang habe ich mich im Wettbewerb des akademischen Weitpinkelns, verzeihen Sie, abgestrampelt. Und jetzt stehe ich morgens auf und ich frage mich, worauf habe ich heute Lust? Das ist der wahre Luxus. Alles nochmal zu sehen von einer anderen Perspektive aus. Sie machen das ziemlich gut. Wie meinen Sie das? Hat Ihre Frau Sie darum gebeten? Ihre Tochter? Mein Gott, war ich so schlecht? Nein, nein, nein. Aber wir sind beide in einem Alter, wo man sich nicht mehr vormachen sollte. Walter Jens, wissen Sie, wer das war? Ne? Einer unserer großen Germanisten, ein Sprach. Herz und Seele von dem ganzen Betrieb hier. Ohne sie geht das unter, verstehst du das? Nein, das ist zu hoch für mich. Also, wer redet mit ihr? Ich jedenfalls nicht. Ich meine, was habe ich damit zu tun? Wenn Frau ohne mich beschließt, ja alles stehen und liegen zu lassen. Das heißt, nachts legt man die kleine Uhr hier drauf. Und dabei übertragen sich die Schwingungen. Und dadurch schlagen sie im gleichen Takt. Sehr poetisch. Und was heißt das jetzt? Dass ich dein Töchterchen auf mich drauflegen sollte? Hermine, du und ich, wir kennen uns jetzt seit über 40 Jahren. Und wir waren oft verschiedener Meinung. Ja, das ist wohl wahr. Aber wenn einer von uns was verbockt hat, dann hat er es immer zugegeben. Oh, Eier Benedikt. Gott hat den Menschen die Sorgen gegeben, aber er gab ihnen auch Eier Benedikt. Falls Sie mich zu Tode erschrecken wollten, kein schlechter Versuch. Frau Kramer, wie ich annehmen darf? Ja, dürfen Sie, leibhaftig. Ich will ganz offen zu Ihnen sein. Ich halte Ihr Gewerbe für eine moderne Form von Charlatanerie. Vergleichbar mit Quacksalbern aus dem Wilden Westen, die für jede Art von Zipperlein den Menschen Krötenblut zu weit überhöhten Preisen angedreht haben. Verstehe.
Und was darf der Quacksalber für Sie tun? Whisky? Mit Krötenblut? Nee, sauer. Also nur, dass ich das richtig verstehe. Meine Mutter taucht bei meinem Therapeuten auf und der hat nichts Besseres zu tun, als sich von ihr instrumentalisieren zu lassen? Falls Sie das so sehen wollen, dann kann ich Sie nicht daran hindern. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass diese Reise ein Fehler ist. Ja, dann mache ich halt mal einen Fehler. Aber das tut mir ausgesprochen gut, weil ich nämlich seit 20 Jahren versuche, immer alles richtig zu machen. Und was hat's mir gebracht? Ich bin total unglücklich. Ja, sind Sie doch gar nicht. Sagt wer? Ihr Lieblingstherapeut? Natürlich haben Sie Probleme, aber Sie haben auch jede Menge Kraft und anscheinend auch den Wunsch, Ihre Probleme anzugehen. Außerdem sind Sie viel zu intelligent zu glauben, dass... Ich könnte mir vorstellen, dass Landluft super wäre für ihn. Naja, stimmt. Du, Papa kann super gern mal übers Wochenende rauskommen, aber François und ich stecken mitten in der Rapsernte. In der Rapsernte, ach so. Ja. Ja, soll ich mich jetzt entschuldigen, dass ich mein eigenes Leben habe, oder? Wie glaubst du, ich habe keins? Es geht hier um unseren Vater und du sagst einfach, es geht nicht. Ja, aber Moment, das Hotel ist doch ideal. Ah ja, klar, das wäre ja auch wieder das Einfachste, dass es an mir hängen bleibt. Nettchen macht das schon. Du bist ja nicht alleine. Ich würde schon ab und zu auch mal vorbeikommen. Oder? Ich find's gut. Ja. Aber Sie haben doch wohl nicht etwa eingewilligt. Was meinen Sie denn? Ich schmeiß schon das Hotel, ich kümmere mich um meinen Sohn, ich versuche eine völlig durchgeknallte Frau unter Kontrolle zu halten. Das reicht mir ehrlich gesagt. Sehr gut. Sie beginnen langsam Position zu beziehen. Ich will doch, dass mein Lieblingstherapeut stolz auf mich ist. Also natürlich haben die alles versucht, um mich weich zu klopfen, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Ich werde doch den Teufel tun und für den Rest meines Lebens für alle anderen ein nützlicher Idiot sein. Gibt es da irgendetwas, das Sie mir sagen sollten? Lieber an das, was du hast, als an das, was dir fehlt. Und suche von den Dingen, die du hast, die besten aus. Und bedenke dann, wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, wenn du sie nicht hättest. Geht's Ihrem Mann nicht gut? Nur ein Mikroinfarkt. Es geht mich natürlich nichts an, aber das Leben ist manchmal kürzer, als wir denken. Sagte der Mann, der eine Starkstromleitung mit einer Wäscheleine verwechselte. Entschuldigung. Wie blöd kann ich eigentlich sein? Hallo? Hallo? Hallo. Entschuldigung, ich versuche hier gerade ein Chaos zu entwirren. Tun wir das nicht alle irgendwie? Da haben Sie wiederum recht. Kramer, ich habe einen Termin bei Dr. Mutesius. Ich weiß, ich bin Dr. Mutesius. Ingolf Mutesius. Hallo. Ah, ich dachte, Frau Dr. Mutesius, die Sprechstundenhilfe sagte... Das ist meine Mutter, die ist überraschend verreist, hat mich gebeten, ihre Termine zu übernehmen. Ah, ja, okay, aber also einen Therapeuten wechselt man ja nicht einfach so wie einen Klempner. Das stimmt. Aber das ist nicht wirklich ein Wechsel bei einem Ersttermin. Da
dachte nur, dass es vielleicht einfacher wäre, mit einer Frau über das Thema zu sprechen. Dann würde sie da haben Sie natürlich recht. Ja, einerseits würde ich es Ihnen natürlich jetzt überhaupt nicht verdenken, wenn Sie auf der Stelle... Sie schaffen das. Danke. Wieder hier rausgehen. Sehen Sie? Und andererseits? Andererseits könnten Sie mir natürlich auch eine Chance geben. Ja, was spreche ich dagegen? Oh, tolle Tür. Hallo? Ja? Ja? Sie hat bitte was? Ihnen die Kontovollmacht entzogen. Aber es ist ja immer noch mein Hotel, nicht? Ja, aber Ihre Tochter ist Geschäftsführerin. Und als solche jederzeit berechtigt, Vollmachten zu erteilen oder eben zu löschen. Und dann wäre noch das hier. Ich bin seit über einem halben Jahrhundert Kundin in Ihrem sogenannten Institut. Und als Belohnung bekomme ich ein seelenloses Schreiben, in dem ich aufgefordert werde, meinen Kontostand auszugleichen. Frau Kramer, ich habe Ihnen mindestens ein halbes Dutzend Mal auf Ihre Mailbox gesprochen. Ich werde das überprüfen. Trotzdem benötige ich etwas... etwas Kleingeld. Ich fürchte, da sind mir die Hände gebunden. Es gibt da allerdings eine Möglichkeit. Du erziehst mir die Kontovollmacht, nachdem ich dich zur Geschäftsführerin meines Hotels gemacht habe. Mama, Papa liegt im Krankenhaus. Selbst du kannst jetzt nicht über... Nette, Gott sei Dank. Wird mal allerhöchste Zeit, dass du... Ja, genau das glaube ich aber auch. Zahlst du mal? Ich? Ja. Und du wirst drittens keinerlei finanzielle Transaktionen mehr durchführen, die auch nur im geringsten das Hotel gefährden könnten. Du wirst viertens deine Zeichnungsberechtigung freiwillig niederlegen und mir fünftens und letztens die alleinige Geschäftsführung übertragen. Haben wir uns verstanden? Oh. Entschuldige, aber die Alternative wäre ein Tobsuchtsanfall gewesen. Weil ich dir meine Bedingungen nenne. Das sind doch keine Bedingungen. Das ist eine Kriegserklärung. Außerdem eine Wahnidee. Du glaubst doch wohl nicht allen Ernstes, ich würde mein Hotel vollständig in deine Hände geben. Du oder ich, Mama. Es kann nur eine geben. Ich bin für dich zu Kreuze gekrochen. Ich habe sogar mit einem Irrenarzt geredet. Reicht dir das immer noch nicht? Du denkst, es ist alles ein ganz großer Spaß hier, oder? Aber wo bleibt Papa, wenn das hier untergeht? Und wo bleibst du? Wo willst du denn wohnen und von was? Und was wird aus den Leuten, die hier arbeiten? Sag mal, hat dir das alles dein Psychoklempner gesagt? Nein, das ist, was ich dir sage. Herrgott! Glaubst du wohl nicht, dass ich das unterschreibe? Oh doch, das wirst du! Nö. Warum muss ich mich eigentlich über eine 70-Jährige aufregen? Oh, das müssen Sie nicht. Sie tun es aber. Weil Sie Teile eines Systems sind und daher haben Sie eh keine Chance. Ach Gott, haben wir einen Termin? Nein, ein Wasserrohrbruch. Also ich zu Hause, daher brauche ich für die nächsten Tage ein Dach über dem Kopf. Und haben Sie an mich gedacht? Nicht nur da. Ja. Die 8. 8. Kleinen Moment, kommt gleich jemand. Kommen Sie? Wer, ich? Ja. Das ist wirklich unfassbar schön. Ja, fanden meine Eltern auch. 74, da war meine Mutter 30. In den 10 Jahren vorher war sie Hippie, Revolutionärin, Groupie diverser Bands, RAF-Sympathisantin. Naja, wenn sie nicht gerade in ihrer Drogenkommune im Odenwald war. Ah, okay. Und Dann fand mein Vater und sie dieses Haus. Es war alt, total runtergekommen, es war praktisch nicht viel mehr als eine Ruine.
Aber Sie haben gesehen, dass man was ganz Besonderes draus machen konnte. Ich hab's mir im Netz angeguckt. Man hat... Ein Hotel ist wie das Leben. Ein Ort auf Zeit. Und wir freuen uns auf ihn. Wir werden ein Bett haben und ein warmes Zimmer. Wir begegnen Menschen, die wir noch nicht kennen. Und wenn wir etwas brauchen, rufen wir einfach den Zimmerservice. Es ist ein Ort, an dem wir nie ganz allein sind. Denn wir wissen, es ist immer jemand da für uns. Ich mochte es schon immer, Menschen dieses Gefühl zu geben. Mein Name ist Annette Kramer. Ich leite ein Hotel. Minerva Bohm, herzlich willkommen im Hotel Heidelberg. Sie müssen die junge Frau Kramer sein. Hatten Sie eine gute Anreise aus Amsterdam? Mit dem Zug, mit dem Auto? Nein, mit dem Zug. Die Augen willen nicht mehr so. Sie bleiben 2 Wochen bei uns, ja? Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie eine Reservierung für die Kulturtage möchten. Sie sagen ausverkauft, aber Sie meinen, Klappern gehört zum Handwerk. Ja, jetzt sehe ich die Ähnlichkeit mit Ihrer Mutter. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Manchmal leider doch. Dort der Regen, Ende Wind, Zalknasten, bleiben Storn. Ich soll warken, als es lobt. Ich behutje vor dem Storn. Sommer 1974, 10 Tage Halbpension. Sonderwünsche, koffeinfreier Kaffee, mittelalter Gouda, dazu die Morgenausgaben von der Volkskrant. Aber Frau Kramer, das ist unglaublich. Das wäre unglaublich, wenn ich keine Kartei hätte, mit der ich mein Gedächtnis auffrischen kann. Alter Trick von Napoleon. Seine Offiziere nannten ihm die Namen kleiner, unbedeutender Soldaten. Und wenn er sie dann mit Namen ansprach, dann kämpften sie für ihn wie die Löwen. Guten Tag. Guten Tag. Erlauben Sie mir zu sagen, dass Sie weder an Schönheit noch an Geist angebüßt haben? Erlaubnis erteilt. Sie schamloser alter holländischer Lügner. Niederländische Lügner. Ja. Mama, bevor du uns noch ein holländisches Liedchen trällerst, möchte sich Herr Verboom vielleicht erstmal von der Reise ausruhen. Ach, da könnte es doch eine gute Idee sein, wenn jemand sein Gepäck nach oben bringen würde. Das wäre sehr freundlich. Ja. Anders nur geht's? Nee, herzlichen bedankt. Andere Name von Blaise. Ein von Harte willkommen. Danke, Werner.